Guten Morgen und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde. Wir sind ganz beeindruckt, dass der Saal um 9.30 Uhr schon voll ist. Gleichzeitig wundert es uns nicht wirklich angesichts des Themas und angesichts des Programms dieser Konferenz. Wir hatten über 400 Anmeldungen und mussten dann die Liste schließen, was ein Indiz dafür ist, dass Energiewende 2.0 gegenwärtig einen gesellschaftlichen und politischen Nerv trifft. Und weil das heute ja schon fast so was ist wie eine Vollversammlung der Energiewende-Community, und wir jede Menge Fachkompetenz im Saal haben und eine beeindruckende Liste von Referentinnen und Referenten, fast schon ein Who is Who der Energiewende, kann ich es auch sehr kurz machen mit der Eröffnung. Ich will nur zu zwei Gesichtspunkten etwas sagen, die unsere Motivation und unsere Absichten, die wir mit dieser Konferenz verbinden, nochmal kurz beleuchten sollen. Die Debatte um die Energiewende hat sich ja im letzten Jahr, vor allem rund um die Bundestagswahlen, weitgehend auf eine Kostendebatte verkürzt. Und darüber droht doch verloren zu gehen, worum es beim Umbau unseres Energiesystems geht, was eigentlich die treibenden Argumente und Motive hinter diesem historischen Projekt sind. Die Energiewende ist nichts weniger als das Schlüsselprojekt für eine grüne industrielle Revolution, für eine fundamentale Veränderung der industriellen Produktionsweise, die man in drei Dimensionen beschreiben kann. Dekarbonisierung unserer Produktions- und Lebensweise, also der Übergang vom fossilen zu einem postfossilen Industriesystem, sogar einer Gesellschaftsformation. Der ganze Aufstieg der Industriegesellschaft, auch mit den beeindruckenden Wohlstandsgewinnen, die es vor allem in den entwickelten Industrieländern gegeben hat, aber jetzt zunehmend auch in den Schwellenländern, basiert ja auf fossilen Energien, auf Kohle, Öl, Gas. Der Energieverbrauch hat sich im letzten Jahrhundert um den Faktor 16 gesteigert. Also das war die eigentliche Triebkraft dieser industriellen Maschinerie. Und worum es jetzt geht, ist innerhalb einer historisch relativ kurzen Frist den Übergang zu einer postfossilen Industrie- und Gesellschaftsformation zu vollziehen, die letzten Endes auf Solarenergie basiert. Die zweite große Veränderung ist die vom Raubbau an den natürlichen Ressourcen zu einem hohen und ständig steigenden Maß an Ressourceneffizienz. Also das, was wir unter Faktor 4, Faktor 5 und perspektivisch Faktor 10 kennen, aus weniger Material, aus weniger Ressourcen mehr Wohlstand zu erzeugen. Und die dritte große Veränderung ist der Übergang zu einer ökologischen Kreislaufwirtschaft, also zu vernetzten Wertstoffketten, die keinen Abfall mehr kennen. Cradle to Cradle, wie Michael Braungart sagt, also eine Produktionsweise, in der jeder Reststoff zum Ausgangspunkt einer neuen Wertschöpfungskette wird. Darum geht es letztlich. Und das ist die Antwort auf zwei große Herausforderungen, die Sie alle kennen. Das eine, Klimawandel und die Krise der globalen Ökosysteme, von denen letztlich die menschliche Zivilisation auf diesem Planeten abhängt. Und die zweite parallele Herausforderung, das stürmische Wachstum der Weltwirtschaft angesichts des Aufstiegs der ehemaligen Entwicklungsländer, ihrer Transformation von Agrargesellschaften in Industriegesellschaften,
mit dem Aufbruch von Milliarden Menschen aus der vorindustriellen in eine industrielle Lebensform. Und das ist verbunden mit enormen wirtschaftlichen Wachstumsschüben. Alle Prognosen der internationalen Wirtschaftsinstitute gehen davon aus, dass die Weltwirtschaft sich in den nächsten 20 Jahren etwa verdoppeln wird. Und wenn es nicht gelingt, dieses stürmische Wachstum in ökologische Bahnen zu lenken, dann gehen wir ökologisch stürmischen Zeiten entgegen. Das ist die große Herausforderung, vor der wir stehen. Und die Energiewende ist so etwas wie das Kernprojekt, das Pilotprojekt dieser ökologischen Transformation der Industriegesellschaft. Es geht also darum, ökologische Herausforderungen in ökonomische Chancen zu verwandeln. Und wir werden mit dem Klammerbeutel gepudert, wenn wir in der Bundesrepublik, die wir im Grunde ein globales Pilotprojekt angestoßen haben, jetzt auf die Bremse treten oder gar zurückrudern würden, wo die erneuerbaren Energien global gerade in einem Durchbruch sind, in einem steilen Aufschwung sich befinden, ob man nach China sieht oder nach Indien oder selbst in die USA, wo wir also gerade dabei sind, die Systemkompetenz für eine sehr umfassende Umgestaltung nicht nur des Energiesystems, sondern des Industriesystems zu entwickeln in der Bundesrepublik und damit auch sozusagen einen Vorsprung an Innovation, an Know-how, der auch für die Wertschöpfung in diesem Land von großem Vorteil ist. Zweite Vorbemerkung, weshalb Energiewende 2.0. Man kann mit Fug und Recht sagen, dass die bisherige Entwicklung, vor allem was den rasanten Anstieg von erneuerbaren Energien, im Kern von Photovoltaik und Windenergie betrifft und die damit verbundene Kostendegression bei diesen Technologien eine Erfolgsgeschichte war. Und dennoch sind wir überzeugt, und das ist ja nicht unser Spezialwissen, dass weiter so die falsche Antwort wäre, sondern dass wir in einer neuen Etappe jetzt sind, der Energiewende, in der es nicht mehr einfach nur um die Maximierung, die möglichst schnelle Entwicklung von Solar- und Windenergie und anderen Formen erneuerbarer Energien geht, sondern um den kompletten Umbau des Energiesystems. Das ist die Aufgabe für die kommenden Jahre. Und davon wird auch letztlich der Erfolg der Energiewende abhängen. Und die Stichworte, die zu dieser Reform des gesamten Energiesystems angehen, die finden Sie alle im Programm dieser Konferenz, in den zahlreichen Arbeitsgruppen, Workshops, die Gelegenheit geben werden, weiter in die Tiefe zu gehen. Neues Design für den Strommarkt, ein neuer Finanzierungsmechanismus für erneuerbare Energien, die Frage von Reservekapazitäten und damit auch verbunden des Ausstiegs aus der Kohle, intelligente Netze, Speicher, europäische Vernetzung der Energiewende. Das ist uns schon seit langem ein großes Anliegen, dass wir Energiewende nicht als nationales Projekt alleine diskutieren, sondern dass uns klar ist, dass der Erfolg dieses Projekts in den nächsten Schritten davon abhängen wird, wie gut uns die europäische Verknüpfung gelingt, und zwar sowohl auf der physischen Ebene im Sinne von europäischen Netzen, einer Verknüpfung von Wasserkraft in Skandinavien und den Alpen, mit Windenergie in den europäischen Küsten, Solarenergie im Sonnengürtel des Mittelmeers, mit dezentraler Produktion hier in der Bundesrepublik selbst, aber auch politisch eine stärkere Koordination und Harmonisierung europäischer Energiepolitik, stärkere Integration des Stromsektors mit dem Wärmesektor und mit dem Verkehr. Auch das ist eine große Aufgabe für die nächsten Jahre. Also alles systemische Fragen, auf die wir jetzt mehr
an Gehirnschmalz und auch mehr an politischem Engagement werden investieren müssen, als das in den letzten Jahren der Fall ist, wenn wir dieses Projekt zum Erfolg bringen wollten. Und so ist auch die Struktur, das Programm dieser Tagung angelegt. Und wir hoffen, dass aus diesen vielen Diskussionsrunden Impulse hervorgehen werden, die dann auch politisch wirksam werden. Und es sind ja viele politische Akteure hier, sowohl aus den Institutionen, Parlamente, Ministerien, wie aus der Zivilgesellschaft. Damit genug der Vorrede. Ich möchte mich noch ganz herzlich bei meinen Kolleginnen und Kollegen bedanken, die dieses Projekt hier auf die Beine gestellt haben. Das ist für uns ja keine Eintagsfliege. Viele von Ihnen werden wissen, dass wir uns seit Jahren kontinuierlich mit energiepolitischen Themen befassen, bundesrepublikanisch, europäisch und global. Ein besonderer Gruß geht an Dorothee Landgrebe, unsere Ökologiereferentin, die die Hauptvorbereitungsarbeit geleistet ist und hat und jetzt leider kurzfristig krank geworden ist. Vielleicht verfolgt sie die Tagung hier im Livestream. Also schöne Grüße und vielen Dank, Dorothee. Das gilt auch für Ihre Kollegin, Mitarbeiterin Rita Hoppe und Soha Agamedi und ebenso für die Kolleginnen, die jetzt kurzfristig eingesprungen sind, Sabine Drewes und Monika Steins. Also herzlichen Dank. Ihr habt einen tollen Job gemacht. Und jetzt habe ich das Vergnügen, unseren Keynote-Speaker, wie es neudeutsch heißt, anzukündigen, muss ich in diesem Forum nicht lange tun. Das hieße Eule nach Athen tragen, Rainer Barke. Sie alle kennen ihn als, wenn nicht den, so doch einen der Architekten des Atomausstiegs und des EEG in Zeiten der rot-grünen Koalition, als er Staatssekretär im Umweltministerium war und jetzt in seiner neuen Funktion als Staatssekretär im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. Und ich denke, wir können alle davon ausgehen, dass er sich dafür entschieden hat, diesen Schritt zu machen, weil ihm daran liegt, dieses Projekt, an dem er bisher schon einen maßgeblichen Anteil hatte, zum Erfolg zu führen. Und wir sind sehr gespannt, Rainer, auf deinen Aufschlag jetzt. Herzlich willkommen. Ja, lieber Ralf Füchs, liebe Frau Müller, lieber Herr Töpfer, lieber Oliver Krischer, meine sehr geehrten Damen und Herren. In meiner letzten Position als Direktor von Agora Energiewende bin ich ziemlich viel herumgekommen, auch im europäischen und außereuropäischen Ausland, und habe über die deutsche Energiewende gesprochen. Und die wird nicht überall auf der Welt so positiv gesehen wie hier in Deutschland. Sie wird sehr interessiert verfolgt. Aber wenn man dort spricht, dann kommt bei Diskussionen spätestens nach einer halben Stunde die Frage, wie wollt ihr Deutsche das eigentlich hinkriegen? Umstieg von nuklearer, fossiler Stromerzeugung in Richtung erneuerbare und dabei gleichzeitig die Wettbewerbsfähigkeit eures Standortes erhalten. Und ich weiß, dass einige von Ihnen ziemlich genervt sind von dieser Kostendiskussion. Aber ich muss sehr deutlich sagen, ich bin fest davon überzeugt, dass diese Frage, nämlich wie gestalten wir die Energiewende so, dass unsere Industrie hier bleibt und die Arbeitsplätze hier erbleiben werden, die entscheidende Frage ist, an der sich letztlich dann entscheiden wird, ob diese Energiewende einmal als Erfolgsgeschichte in die Geschichtsbücher eingehen wird oder als großer Flop. Wenn wir das nicht hinkriegen, diese Energiewende so zu gestalten, dass sie bezahlbar bleibt und damit die wirtschaftliche Basis in unserem Land und die Arbeitsplätze erhalten werden,
dann werden uns andere Länder auf diesem Globus nicht folgen. Aber es gibt dafür gar keinen Grund, weil wir jetzt nach nur sehr kurzer Zeit von 14 Jahren Förderung der erneuerbaren Energien über das EEG gelernt haben, dass man selbst hier in Deutschland, in einem Gebiet, das nicht zum Sonnengürtel der Welt gehört, und sicherlich gibt es auch andere Stellen auf der Erde, wo mehr Wind weht als hier in Deutschland, dass wir gelernt haben, hier an diesem Standort Strom aus erneuerbaren Anlagen zu denselben Kosten zu produzieren, als würden wir jetzt neue Kohle- oder Gaskraftwerke bauen. Das finde ich eine unglaubliche Erfolgsgeschichte. In so kurzer Zeit haben wir es bei diesen beiden Technologien, nämlich neue Windkraftanlagen und neue PV-Anlagen, geschafft, die Kosten runterzubringen auf ein Niveau von irgendwo zwischen 8 und 9 Cent. Und wenn Sie heute ein neues Kohlekraftwerk oder ein neues Gaskraftwerk bauen wollen, dann müssen Sie eine ähnliche Summe pro Kilowattstunde aufwenden. Und wenn Sie das einmal vergleichen mit neuen Kernkraftwerkprojekten, wie zum Beispiel jetzt in Großbritannien, dann werden Sie feststellen, dass die Kosten von neuen Wind- und neuen PV-Anlagen in Deutschland 50-100% unter denen von neuen Kernkraftwerken liegt. Was haben meine Mitarbeiter damals bei der Agora ausgerechnet? Ich habe jetzt die internen Berechnungen des Bundeswirtschaftsministeriums gesehen und bis auf die Kommastelle ist man da zu denselben Ergebnissen gekommen. Ja, es ist so. 35 Jahre Kernkraftwerke in Großbritannien, Einspeisevergütung mit Inflationsausgleich, in Deutschland gibt es den nicht, mit Übernahme von Risiken für Entsorgung und für Unfälle durch den Staat, die waren da gar nicht mit eingerechnet. Und dann kommt man zu 50-100%. Das heißt also, ob wir das jetzt hinkriegen, hier diese Energiewende zum Erfolg zu machen, diesen Transformationsprozess weg von nuklearer und fossiler Stromerzeugung Richtung 100% oder vielleicht 80% Erneuerbare. Das ist nicht so sehr eine Frage, ob wir die Techniken verfügbar haben. Ja, die haben wir. Wir brauchen keine neuen grundsätzlichen Innovationen. Wir wissen, wie das geht, wie man Strom aus erneuerbaren Energien produziert. Es ist auch nicht so sehr eine Frage der Kosten dieser Techniken. Wir sind in der Lage, heute durchaus auf demselben Kostenniveau Strom zu produzieren wie aus neuen fossilen Anlagen. Das ist jetzt vor allen Dingen eine politische Frage. Nämlich, haben wir die Kraft, die notwendigen Weichenstellungen jetzt vorzunehmen, damit aus diesem Stromsystem, das immer größere Anteile vor allen Dingen von Wind- und Sonnenstrom integrieren muss, ein logisches Ganzes wird, das technisch funktioniert und das letztlich für die Stromkunden bezahlbar bleibt. Das ist die eigentliche Herausforderung, vor der wir stehen. Und der erste Schritt, den wir jetzt machen werden, das ist eine grundlegende Reform des Erneuerbaren Energiengesetzes. Die hat im Prinzip vier Überschriften. Erste Überschrift, wir brauchen einen verlässlichen Ausbaukorridor. Wir haben, wenn Sie mal die Entwicklung sehen, von 2000 bis 2013, na, keine gerade Linie gehabt. Das ging mal rauf und mal runter in den Zuwachsraten. Wir haben dann auch mal einige Jahre gehabt, wo plötzlich dann 7,5 Gigawattstunden PV plötzlich im System war. Und jedes Mal, wenn die Politik hat versucht zu bremsen, hat sie das Gaspedal erwischt und dann wurde es nochmal 7,5. Also wir wissen ja, dass solche Entwicklungen, insbesondere wenn sie dann anschließend wieder zu einer drastischen Reduzierung führen, für alle Beteiligten ausgesprochen unbequem ist. Darauf kann sich die erneuerbare Wirtschaft nicht einstellen, darauf können die anderen sich nicht einstellen, darauf kann die Infrastruktur sich nicht einstellen. Und insofern ist es vernünftig, jetzt einen Korridor zu definieren, ein Korridor, eine Obergrenze und eine Untergrenze hat, nicht im Sinne jetzt eines Deckels, wo danach dann keine Anlage mehr gebaut werden darf, sondern unterlegt mit Instrumenten, wo Degression dann stärker steigt oder weniger stark steigt, je nachdem, ob die Ziele erreicht werden oder nicht. Und dieser Pfad, der jetzt beschrieben wird im Erneuerbaren Energiengesetz, der sieht vor, dass wir 2025 bei 40-45% Anteil erneuerbarer Energien sind, also eine deutliche Steigerung gegenüber den 25%, die wir heute haben.
Und wenn ich das mal vergleiche mit der Ausgangssituation des Jahres 2000, damals hatten wir, ich werde die Zahl wegen der Verhandlungen nicht vergessen, eine Atomstromproduktion pro Jahr von 169 Terawattstunden von unserem Stromsystem, das ungefähr 600 Terawattstunden pro Jahr konsumiert. Also 169 Terawattstunden aus Atomkraftwerken. Diese werden 100% kompensiert werden, darüber hinaus noch ungefähr 60 Terawatt Strom aus fossilen Energieanlagen werden verdrängt werden, wenn dieser Korridor so umgesetzt wird. Zweite Überschrift dieses Erneuerbaren Energiengesetzes wird sein, die Kosten reduzieren. Und das wird im Wesentlichen über zwei Instrumente erfolgen, nämlich einmal dadurch, dass wir uns auf die kostengünstigsten Technologien konzentrieren. Und zweitens, indem wir dafür sorgen, dass bestimmte Überförderungen, die heute im System sind, abgebaut werden. Weißt, dass das ein Bruch ist mit dem, womit das EEG im Jahr 2000 einmal gestartet ist. Im Jahr 2000 haben wir gesagt, wir wissen nicht, welche Technologien funktionieren, wie sie sich entwickeln. Also sind sie alle auf dieselbe Startlinie gestellt worden. Jede Technologie hat spezifisch auf die jeweiligen Kosten bezogen eine entsprechende Einspeisevergütung bekommen. Dann gab es die Degression und eine regelmäßige Überprüfung. Und jetzt sind wir 14 Jahre schlauer. Und wir stellen fest, dass zwei Technologien es geschafft haben, den Durchbruch geschafft haben, jetzt Strom produzieren können für unter 9 Cent, nämlich Wind und PV. Und andere Technologien eben leider nicht. Einige haben es nie wirklich geschafft, aus den Puschen zu kommen. Geothermie, weniger als 0,5% an der Stromproduktion. Damit können wir die Energiewendeziele niemals erreichen. Biomasse stößt an Grenzen, nicht nur an ökologische Grenzen, sondern auch an Kostengrenzen. Und das muss mir mal jemand erklären, warum wir in Norddeutschland, wo wir Strom aus einer Windenergieanlage für 6 Cent produzieren können, wir 25 Cent für eine Biomasseanlage ausgeben sollten. Das wäre das Gegenteil von effizienter Energiewende. Das heißt, wir werden jetzt die Förderung konzentrieren auf die kostengünstigen Technologien. Und das ist ein Bruch, ja, das ist ein Bruch mit dem, was im Jahr 2000 der Gesetzgeber beschlossen hat, als er gesagt hatte, jede Technik bekommt das, was sie benötigt. Aber es ist erforderlich, um eine effiziente Energiewende in Deutschland zu realisieren. Die dritte Überschrift lautet Marktintegration. Das, was in der Koalitionsvereinbarung stand, war aus unserer Sicht nicht ehrgeizig genug. Dort wollte man mit einer Größenordnung, mit der verpflichtenden Direktvermarktung beginnen von Anlagen, die es in Deutschland gar nicht gibt. Das heißt, da wäre überhaupt nichts passiert im Jahre 2015. Und dann ging anschließend der Weg auch viel zu langsam. Wir haben gesagt, das ist nicht gut. Wir müssen die Direktvermarktung schneller umsetzen. Und deshalb fangen wir sehr viel ehrgeiziger an und wollen innerhalb eines Zeitraumes von 3 Jahren bis 2017 dann im Grundsatz alle Anlagen in die Direktvermarktung bringen. Es gibt eine Abschneidegrenze nach unten, wo das aus ökonomischen Sinngründen nicht mehr vernünftig ist. Aber im Prinzip werden alle Anlagen in die Direktvermarktung gehen. Was heißt Direktvermarktung? Direktvermarktung bedeutet, dass jemand eine Prämie bekommt und diese Prämie, die deckt die Differenz ab zwischen dem durchschnittlichen Börsenstrompreis und der vom Gesetzgeber festgesetzten Einspeisevergütung. Ich höre jetzt im Moment, wir sind alle fürchterlich überfordert, wenn jetzt der Staat so schnell uns in die Direktvermarktung drängt. Ich muss sagen, ich kann diese Argumente nicht so recht nachvollziehen. Also wenn es Anlagenbetreiber gibt, die Schwierigkeiten haben, dann wird es auch Anbieter geben, die denen ein Angebot unterbreiten. Und wenn dann vielleicht Greenpeace Energy kommt und den Strom lediglich von den Anlagen abnimmt und durchleitet an die Strombörse, quasi den dort durchschnittlichen Börsenstrompreis dort bekommt, da wird nichts verdient, aber dann ist die Anlage genauso refinanziert, als wäre sie in einer Einspeisevergütung. Und die 0,4 Cent Vermarktungskosten, die werden in den Einspeisetarifen abgebildet. Also ich teile diese Sorge nicht. Es geht uns um was ganz anderes.
Es geht uns nicht darum, dass wir an dieser Stelle irgendjemanden quälen wollen, sondern es geht jetzt in der nächsten Phase der Energiewende darum, dass diejenigen, die Strom aus erneuerbaren Energien produzieren, dass die lernen müssen, dass sie sich Gedanken machen müssen hinsichtlich des Wertes des Stromes, der aus diesen Anlagen kommt. Dann wird der ein oder andere vielleicht sagen, ja, aber gerade Wind- und PV-Anlagen produzieren doch wetterabhängig Strom. Da kann ich mich doch mit meiner Stromproduktion nicht am Markt orientieren. Das ist erst einmal grundsätzlich richtig. Aber es gibt natürlich Rückkopplungseffekte, sowohl was die Auslegung der Anlagen betrifft, als auch was den Betrieb der Anlagen betrifft. Das bisherige Erneuerbare Energiengesetz 1.0, nenne ich das jetzt mal, setzt Anreize, dass derjenige, der Strom aus erneuerbaren Energienanlagen produziert, sich keine Gedanken macht über den Wert des Stromes, den er produziert, sondern ausschließlich hinsichtlich der Kilowattstunden, die aus der Anlage pro Jahr rauskommen. Wenn Sie eine feste Einspeisevergütung pro Kilowattstunde haben, dann ist die betriebswirtschaftliche Aufgabe, wie baue ich die Anlage so, dass sie eine maximale Zahl von Kilowattstunden pro Jahr produziert. Denn damit maximiere ich ja meinen Erlös. Das war in Ordnung für die erste Phase der Technologieentwicklung. Ich kritisiere das überhaupt nicht. Gehört ja mit zu denjenigen, die dieses System so geschaffen und verteidigt haben. Aber wir kommen jetzt in eine neue Situation. Wir gehen jetzt von 25% Richtung 50%. Also eine Zeit, wo die erneuerbaren Energien zur tragenden Säule, zur dominierenden Quelle unseres Stromsystems werden. Und da ist es wichtig, dass diejenigen, die jetzt neue Anlagen bauen, sich überlegen, welchen Wert der Strom hat, der hinten rauskommt. Und da werden einige anfangen nachzudenken und es ist genau das, was wir wollen. Nämlich zum Beispiel darüber nachzudenken, ob das Verhältnis bei einer Windkraftanlage von Generator zu Flügeln eigentlich das Richtige ist oder ob man die Windmühle nicht vielleicht so bauen kann, dass sie viel früher anfängt, Strom zu produzieren, bei niedriger Windgeschwindigkeit vielleicht nicht so viele Kilowattstunden pro Jahr produziert, aber dafür mehr in den Zeiten produziert, wo andere Windmühlen nicht im selben Umfang Strom produzieren. Und bei PV-Anlagen kommt vielleicht jemand auf die Idee, die in Ost-West-Richtung auszurichten und nicht alle Richtung Süden zu richten, wo dann eben alle auch zur selben Zeit pieken. Das sind genau die Effekte, die wir wollen. Das ist das, was eigentlich hinter der Direktvermarktung steht. Diese Rückkopplungseffekte, dass die neuen Marktteilnehmer sich Gedanken machen hinsichtlich des Werts des Stroms, der aus ihren Anlagen kommt. Und die vierte Überschrift heißt dann, die Kosten gerechter verteilen. Das sind im Wesentlichen zwei Themen, die dort von großer Bedeutung sind. Nämlich einmal die besondere Ausgleichsregelung. Sie haben wahrscheinlich gestern und vorgestern der Presse entnommen, wie viel Unternehmen inzwischen befreit sind und wie stark diese Befreiungen sind. Das hat dazu geführt, dass die EU-Kommission auf den Plan getreten ist, jetzt ein entsprechendes Verfahren gegen die Bundesrepublik Deutschland eingeleitet hat, mit der Folge, dass wir jetzt daran gehindert sind, weitere Befreiungsbescheide auszustellen. Seit dem 17. Dezember des letzten Jahres dürfen wir das nicht mehr. Und die unbequeme Situation ist jetzt die, dass auch am 1. Januar 2015 keine Bescheide ausgestellt werden dürfen, wenn wir nicht vorher eine Einigung mit der Kommission hinbekommen. Wir müssen die erzielen. Das ist vielleicht in diesem Kreis nicht so eine kritische Frage, aber ich sage Ihnen, selbst eine grüne Alleinregierung, Oliver Krischer, würde das nicht mehr als einen Tag aushalten, wenn am 01.01.2015 die deutsche Industrie die volle EEG-Umlage zahlen müsste. Masseninsolvenzen wären die Folge und entsprechende Massenentlassungen. Und ich glaube, das geht nicht. Das heißt, wir brauchen hier jetzt eine vernünftige Neuregelung, die auf der einen Seite dafür sorgt, dass wir unseren industriellen Kern hier in Deutschland erhalten können, also hier auch entsprechende Abschläge auf die EEG-Umlage stattfinden, aber auf der anderen Seite diese Erleichterungen jetzt konzentriert werden auf die Unternehmen, die es wirklich erforderlich haben und nicht
auch diejenigen einbezieht, die in den letzten Tagen und Wochen und Monaten durch die Presse gegangen sind, wo wir niemandem in Europa erklären können, dass diese Unternehmen ebenfalls eine Erleichterung brauchen. Das wird eine schwierige Gratwanderung, aber wir haben gar keine Alternative. Wir brauchen dort einen Kompromiss mit der Kommission, weil ansonsten das eintritt, was ich vorhin geschildert habe. Das ist aber nur der eine Teil bei der Frage, wie verteilen wir die Kosten gerecht. Der andere Teil heißt Eigenstromerzeugung. Und da geht es im Moment ein bisschen wild durcheinander. Da gibt es viele aus gerade dem Bereich der erneuerbaren Energien, die sagen, wir müssen unsere Privilegierung bei der Eigenstromerzeugung erhalten. Gleichzeitig wird auch gefordert, aber bei der besonderen Ausgleichsregelung, also bei der Privilegierung von den Unternehmen, da muss hart eingegriffen werden. Ich will mal deutlich machen, wie das System im Moment funktioniert. Im Moment ist es so, dass wenn jemand Strom selber produziert für den Eigenverbrauch, er grundsätzlich befreit ist von der EEG-Umlage. Und der mit Abstand, mit großem Abstand, größte Teil, der davon profitiert, ist die Industrie. Also wenn Sie ein Unternehmen haben, das vielleicht 100% Strom oder 100% des Stromverbrauchs, vielleicht 70% unter die besondere Ausgleichsregelung fällt, dann gelten die Privilegierungstatbestände des Erneuerbaren Energiengesetzes für diese 70%. Aber die 30%, die vielleicht in Eigenstromerzeugung erzeugt werden, die sind völlig befreit von der EEG-Umlage. Und das, was wir im Moment erleben, ist, dass Anlagen diesseits des Kraftwerkszaunes gebaut werden, nicht etwa, weil diese Anlagen effizienter sind, sondern weil man damit die EEG-Umlage sparen kann. Das ist nicht nur eine Entwicklung, die wir in der Industrie beobachten, das ist eine Entwicklung, die wir bei Hotels beobachten mit Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen. Und auch viele haben sich darauf eingestellt, mit PV-Anlagen genau von diesem Effekt zu profitieren. Das heißt, die Anlagen werden nicht deshalb gebaut, weil es die ökonomisch sinnvolle Lösung ist, sondern Anlagen werden gebaut, weil man damit die EEG-Umlage sparen kann. Das ist ein grundsätzliches Problem, das wir in den letzten Jahren leider gesehen haben, dass in das EEG eine ganze Reihe von Nebenzwecken hineingekommen sind, eben nicht nur die Förderung der erneuerbaren Energien. Ich glaube, wir fördern wahrscheinlich mehr Kraft-Wärme-Kopplung über das Erneuerbare Energiengesetz als über das Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz. Wir machen mit dem EEG Renaturierung von Flüssen bei der Wasserkraft. Wir betreiben ländliche Entwicklung über die Biomasseförderung und so weiter und so fort. Und das, meine Damen und Herren, werden wir in Zukunft so nicht fortsetzen können. Und deshalb wird das EEG jetzt an dieser Stelle auch einen Schnitt machen. Wir werden versuchen, die Dinge neu zu sortieren. Und dazu gehört eben auch, dass man die Eigenstromerzeugung neu sortiert. Das ist schwierig, weil in den letzten Jahren schon viele in diese Eigenstromerzeugung investiert haben und an dieser Stelle Bestandsschutzargumente geltend machen. Deshalb brauchen wir dort eine differenzierte Regelung, einmal für diejenigen, die schon Anlagen haben. Aber es muss auch ein klares Signal geben, dass wir durchaus dezentrale Stromerzeugung wollen. Das steht ja völlig außer Frage. Aber dass wir nicht wollen, dass Anlagen gebaut werden, die sich nur deshalb rentieren, weil man sich damit die EEG-Umlage sparen kann. Das ist nicht vernünftig, weil jedes Mal, wenn sich dieser Kreis weiterdreht, wird die Zahl derjenigen, die das eben nicht machen können, immer kleiner und deren Belastung steigt immer mehr. Das, meine Damen und Herren, sind die vier grundsätzlichen Ziele dieser EEG-Reform. Definition eines verbindlichen Ausbaukorridors, Reduktion der Kosten des Ausbaus der erneuerbaren Energien, eine entsprechende stärkere Marktintegration und letztlich eine gerechtere Verteilung der Kosten. Aber natürlich ist dieses EEG nur der erste Schritt. Der nächste Schritt wird dann sein, und da werden einige Dinge parallel laufen müssen, dass wir uns Gedanken machen, ob das, was wir jetzt an dieser Stelle mit dem EEG beschließen, Konsequenzen hat hinsichtlich des Netzausbaus. Da ist ja gerade in den letzten Tagen heftig darüber diskutiert worden. Ich erwarte keine großen Veränderungen. Das sage ich sehr deutlich. Und was haben wir da in den letzten Jahren gemacht? Wir haben zum ersten Mal hier in Deutschland jetzt ein vernünftiges Planungssystem für unsere Stromnetze. Das haben ja früher die Netzbetreiber alles
im stillen Kämmerlein gemacht. Und wenn Sie da dann als Bürger gefragt haben, warum ist diese Streitung erforderlich, dann wurden Sie auf Betriebsgeheimnisse verwiesen. Das ist ja alles nach Fukushima über eine Novelle des Energiewirtschaftsgesetzes grundlegend verändert worden. Jetzt fragen wir erst, für welchen Kraftwerkspark in den nächsten 10 und 20 Jahren bauen wir eigentlich unsere Netze? Das wird öffentlich konsultiert und danach dann von der Bundesnetzagentur festgestellt, nicht von den Netzbetreibern. Darauf wird dann ein Netzentwicklungsplan aufgebaut, der eben diese Bedürfnisse, Verknüpfung der Erzeugungsanlagen mit den Konsumenten realisiert. Und dann übersetzt der Gesetzgeber diesen Netzentwicklungsplan in den Bundesbedarfsplan, wo dann durch Gesetz festgestellt wird, dass diese Leitungsverbindungen erforderlich sind, ohne dass damit schon der Trassenverlauf feststehen würde. Und dieses Verfahren haben wir jetzt das erste Mal durchlaufen. Man hat es eine Korrektur gegeben. Die Bundesnetzagentur hat nämlich dann, als der Netzentwicklungsplan vorlag, noch einmal kritisch drauf geguckt und hat eine ganze Reihe von Projekten, das ist keine kleine Zahl gewesen, eine ganze Reihe von Projekten rausgestrichen, hat gesagt, da ist sie noch nicht von überzeugt, dass diese erforderlich sind. Das heißt, das, was jetzt im Bundesbedarfsplan steht, ist ein deutliches Minus gegenüber dem, was die Übertragungsnetzbetreiber für erforderlich halten zur Umsetzung der Szenarien, die von der Bundesnetzagentur für die Entwicklung des zukünftigen Erzeugungsparkes festgeschrieben worden ist. Das heißt, wir werden uns das jetzt genau anschauen. Es hat schon immer diese kleine Differenz gegeben zwischen den Ausbauzielen des Erneuerbaren Energiengesetzes und dem Szenariorahmen, also der Bedarfsermittlung für den Bundesnetzplan. Aber ich erwarte keine großen Verschiebungen allein deshalb, weil die Welt ja nicht 2022 aufhört, sondern wir ja dann weiter die erneuerbaren Energien ausbauen wollen. Und wir müssen schon verdammt schnell sein, wenn wir die bisherigen Planungszeiten von 10 und 15 Jahren so reduzieren, dass wir hinkommen. Das heißt, es geht hier nicht darum, ob diese Netze gebraucht werden, sondern es geht vor allen Dingen darum, wann sie gebraucht werden. Und selbst wenn sie 2 oder 3 Jahre später gebraucht würden, müssten wir uns fürchterlich beeilen mit dem Netzausbau, um noch rechtzeitig fertig zu werden. Also Netze ist dann ein weiteres wichtiges Thema. Ein drittes will ich ja auch ansprechen, nämlich die Steigerung der Energieeffizienz. Wir haben eine europäische Richtlinie, die die Bundesrepublik Deutschland genauso wie die anderen 27 europäischen Mitgliedstaaten verpflichtet, einen Maßnahmenkatalog aufzustellen zur Steigerung der Energieeffizienz. Diese Richtlinie gibt es schon ziemlich lange. Die Frist für die Umsetzung hier in Deutschland läuft in diesem Sommer ab. Die letzte Regierung hat das leider nicht auf die Reihe bekommen. Wir werden also jetzt mit allergrößtem Nachdruck daran arbeiten, ein entsprechendes Effizienzpaket zu schnüren, um in diesem Bereich, der sicherlich zu den Stiefkindern der Energiewende bisher gehört, einen kräftigen Schritt voranzukommen. Und vierte Baustelle werden wir in diesem Jahr auch angehen. Das ist die Frage des Marktdesigns. Ich will da ein kleines bisschen ausholen, damit verstanden wird, worum es darum geht. Der Kraftwerkspark, der hier in Deutschland steht, meine Damen und Herren, der ist nicht unter Wettbewerbsbedingungen entstanden, sondern der ist entstanden zu Zeiten staatlich garantierter Monopole. In einem bestimmten Gebiet durfte nur ein Unternehmen Strom produzieren, verteilen. Und in einem solchen System ist es natürlich relativ einfach, wenn Sie da eine Preisaufsicht haben, die Sie brauchen, damit dieser Monopolist den Kunden nicht das Fell über die Ohren zieht. Aber mit einer solchen Preisaufsicht ist natürlich gleichzeitig auch garantiert, dass Sie Ihre Betriebskosten und Ihre Investitionskosten abdecken können. So ist in Deutschland und in fast allen anderen Industriestaaten Stromwirtschaft in den letzten Jahrzehnten betrieben worden, bis wir dann in den 90er Jahren dazu übergegangen sind, unsere Strommärkte zu liberalisieren. Die USA zuerst, wir dann hier in Europa später, in Deutschland 1997 und 1998. Und das, was wir dann hier entwickelt haben, die Strombörse, das haben wir nicht selber erfunden, sondern das ist etwas, was wir abgeguckt haben aus den USA. Das ist ein sogenannter Grenzkostenmarkt, da geht es nicht um Investitionskosten,
sondern diejenigen, die Stromproduktionsanlagen haben, Kraftwerke haben, bieten an der Strombörse auf der Grundlage ihrer kurzfristigen Betriebskosten, ihrer Grenzkosten, wie die Volkswirte sagen. Das heißt, da fließen vor allen Dingen ein die Brennstoffkosten und die im Moment viel zu niedrigen CO2-Kosten. Und die Strombörse nimmt dann diese Angebote und bringt sie in die entsprechende Reihenfolge. Und der letzte, der noch gebraucht wird, um die Nachfrage zu bedienen, der Grenzanbieter, der bestimmt dann den Preis, den alle bekommen. Das ist also ein ganz anderer Markt. Wenn Sie Autos verkaufen oder Stühle oder andere Produkte, dann machen Sie ein Angebot. Und wenn das angenommen wird, dann verkaufen Sie zu dem Preis, zu dem Sie angeboten haben. An der Strombörse bekommen Sie nicht den Preis, den Sie angeboten haben, nur der Letzte bekommt den, nämlich der Grenzanbieter, der den Preis dann bestimmt, den alle bekommen. Aber aus der Differenz zwischen diesem Preis und Ihren eigenen Grenzkosten müssen Sie dann die Investition refinanzieren. Und das ist in dem Land, das zuerst mit diesem Stromsystem, mit dieser Strombörse angefangen hat, nach einer gewissen Zeit zum Problem geworden. Es ist nämlich festgestellt worden, dass dies ein wunderbares Instrument ist, um die Kraftwerke in die richtigen Reihenfolge zu bringen, also die kostengünstigsten zuerst und die teuren nur, wenn sie gebraucht werden. Aber dieses Instrument reicht eben nicht aus, um dafür zu sorgen, dass der Kraftwerkspark insgesamt groß genug ist, also genügend Kraftwerke da sind und auch in den Spitzenzeiten, wo Kraftwerke vielleicht die letzten dann nur wenige Stunden im Jahr laufen, die Investitionskosten entsprechend zu refinanzieren. Das heißt, es gab einen Mangel an Kraftwerkskapazitäten für die Spitzenzeiten. Und deshalb ist man in den USA dazu übergegangen, Ostküste und Mittlere Westen, einen zweiten Markt zu schaffen, nämlich einen Kapazitätsmarkt. Also einen Markt, an dem nicht Kilowattstunden gehandelt werden, sondern Kilowatt, also das Vorhalten von Leistung. Man ist auch dazu übergegangen, das nicht nur mit der Angebotsseite zu machen, sondern auch mit der Nachfrageseite, weil es natürlich egal ist, ob Sie in den Zeiten, wo Sie Spitzennachfrage haben, ein Kraftwerk anschalten, das fast die ganze restliche Zeit des Jahres stillsteht, oder ob Sie in dieser Zeit Nachfrage reduzieren. Und ein solcher Kapazitätsmarkt ist dort geschaffen worden. Ist nicht allein in den USA so, auch in Europa haben wir eine ganze Reihe von Ländern, die die Strombörse ergänzt haben, um solch einen Kapazitätsmechanismus. Skandinavien, Großbritannien hat ihn eingeführt, Frankreich ist dabei, ihn einzuführen. Und wir tun manchmal hier so in Deutschland, als sei das jetzt eine völlig neue Diskussion, die nur hier in Deutschland stattfinden würde. Nein, das ist nicht so. Da sind uns andere bereits in der Debatte weit voraus, auch in den Entscheidungen. Und wir haben jetzt allen Grund, darüber auch nachzudenken, weil bei uns natürlich noch etwas zusätzlich passiert. Es kommen nämlich jetzt in Deutschland noch große Mengen von zwei Energieträgern in diesen Grenzkostenmarkt, die überhaupt keine Grenzkosten haben, nämlich Wind und PV. Da gibt es keine Brennstoffkosten, da gibt es keine CO2-Kosten. Das heißt, an der Strombörse, wo es nur um die kurzfristigen Betriebskosten geht, gibt es keine Technologie, die konkurrenzfähiger wäre als Windstrom und PV-Strom. Grenzkosten nahe Null. Die kommen zuerst, noch vor den Atomkraftwerken, vor den Braunkohlekraftwerken. Aber was passiert dann? In dem Moment, wo die jetzt in großer Menge in diesen Strommarkt hineinkommen, verdrängen sie die teuren Grenzkraftwerke. Das sind typischerweise ineffiziente Kohlekraftwerke oder auch Gaskraftwerke mit hohen Grenzkosten. Die fallen also raus. Und die Angebotskurve schneidet die Nachfragekurve bei einem niedrigen Preis. Das heißt, der Preis an der Strombörse sinkt. Und damit sinkt auch die Möglichkeit, Kraftwerke, die wir in Spitzenzeiten benötigen, wo der Wind nicht weht und die Sonne nicht scheint, die wir behaben müssen, damit in diesen Zeiten der Spitzennachfrage genügend Kapazität in Deutschland vorhanden ist. Es gibt natürlich einige, die glauben, das ist eine tolle Gelegenheit, ein solcher Kapazitätsmarkt, dann bekommen wir jetzt viel Geld für die fossilen Kraftwerke, was im Moment fehlt. Ich muss da ganz deutlich sagen, das ist nicht der Sinn und Zweck eines Kapazitätsmarktes. Der ausschließliche, der alleinige und ausschließliche Zweck eines Kapazitätsmarktes ist Versorgungssicherheit. Und es geht jetzt vor allen Dingen darum, ein System hier zu finden in Deutschland,
das dafür sorgt, dass auf der einen Seite Versorgungssicherheit sichergestellt wird, aber auf der anderen Seite dies auch zu den für die Stromkunden minimalen Kosten geschieht. Und dafür brauchen wir einen entsprechenden Mechanismus. Das muss ein Wettbewerbsmechanismus sein. Das muss ein Mechanismus sein, der auch die Nachfrage mit einbezieht, der auch Speicher mit einbezieht in dem Maße, wie sie vorhanden sind. Aber es muss vor allen Dingen ein kosteneffizienter Mechanismus sein, weil auch diese Frage natürlich eine ist, die mitentscheidet am Ende über die Stromkosten, die Bürgerinnen und Bürger und auch die Unternehmen hier in Deutschland zu zahlen haben werden. Und damit, meine Damen und Herren, bin ich wieder an den Anfangspunkt zurückgekommen. Ich glaube, dass wir jetzt wirklich in eine neue Phase der Energiewende eintreten. Die Zeiten der Technologieförderung gehen jetzt vorbei. Es geht jetzt darum, ein Stromsystem neu zu erfinden, das funktioniert mit großen Anteilen von Strom aus erneuerbaren Energien, und das werden nach Lage der Dinge vor allen Dingen Windkraftanlagen und PV-Anlagen sein. Und wir können da zwei Sachen fundamental falsch machen. Die werden sich dann richtig in Stromkosten niederschlagen. Wir können auf der einen Seite das alte Stromsystem möglichst lange so lassen, wie es ist. Vielleicht jedes Jahr wird es ein bisschen kleiner, aber wir ändern daran nicht Wesentliches. Das ist die ganze Debatte, und daneben bauen wir ein Erneuerbares, und das funktioniert nur mit Speicher. Das wird richtig teuer, wenn wir das machen. Aber der andere Fehler, den wir auch machen können, ist, dass wir die Technologieförderung der letzten 14 Jahre, wo jeder das bekommt, was er benötigt, dass wir die auch noch mal 14 Jahre fortsetzen, auch das können wir nicht bezahlen. Sondern wir brauchen jetzt eine effiziente Energiewende, und ich bin der festen Überzeugung, dass wir das auch können. Aber dann müssen wir jetzt auch bereit sein, die Dinge auszubuchstabieren und dann auch mit einigen, die jetzt aus verständlichen Gründen für ihre Besitzstände kämpfen, auch in eine entsprechende argumentative Auseinandersetzung zu gehen. Anders wird eine effiziente Energiewende, die am Ende dann auch als Vorbild für andere Länder auf diesem Planeten dient und die eine Riesenchance ist für das, was Ralf Füchs am Anfang gesagt hat, nämlich für den Klimaschutz, nicht zu realisieren sein. Schönen Dank. Ganz herzlichen Dank, Rainer, für diesen sehr systematischen Streifzug durch die Reformvorhaben und politischen Absichten der Bundesregierung. Wir gehen jetzt in eine erste Diskussionsrunde hier auf dem Podium mit Repliken, Kommentaren und Debatte. Und ich darf unsere Gäste auf das Podium bitten, stell Sie ganz kurz vor. Sie werden Sie auch, denke ich, alle kennen. Ich beginne mit Hildegard Müller, Ladies First. Sie war in ihrem früheren Leben einmal Staatssekretärin im Kanzleramt und ist jetzt Vorsitzende der Hauptgeschäftsführung, Mitglied des Präsidiums des BDEW, also des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft in Berlin. Herzlich willkommen. Professor Klaus Töpfer, kennen Sie alle als globalen Vordenker und Vorkämpfer für Umwelt und Entwicklung, nicht nur für Ökologie. Früherer Bundesumweltminister und jetzt Leiter des Instituts für Advanced Sustainability Studies, also Studien zur nachhaltigen Entwicklung in Potsdam. Herzlich willkommen. Oliver Krischer ist seit 2009 Mitglied des Deutschen Bundestags, jetzt wiedergewählt und Vorsitzender, Koordinator des Fraktionsarbeitskreises, der sich mit Umwelt, Energie und vielen anderen verwandten Fragen beschäftigt. Der Energieexperte der Bundestagsfraktion. Und last not least Holger Lösch, Mitglied der Hauptgeschäftsführung des BDI, des Bundesverbands der deutschen Industrie, mit dem wir auch in anderen Diskussionsrunden gegenwärtig über Energiewende diskutieren. Aber wir haben uns das so vorgestellt, dass zunächst alle
auf dem Podium Gelegenheit haben, etwa in 7 Minuten Stellung zu nehmen zu dem, was Rainer Barke hier vorgetragen hat, im Wesentlichen zu 3 Leitfragen. Was sind aus Ihrer Sicht die dringendsten Probleme, der dringendste Reformbedarf bei der Energiewende? Wie beurteilen Sie die aktuellen Pläne der Bundesregierung im Hinblick auf diese Agenda? Und was schlagen Sie selbst vor als die dringendsten und wichtigsten Reformschritte? Wollen Sie beginnen, Herr Töpfer? Ladies first. Bitte, Hildegard Müller. So, das ist bei der Böll-Stiftung quotiert sein muss, wundert mich ein bisschen. Ich danke Ihnen herzlich für die Einladung, freue mich sehr, dass wir den Dialog, den wir ja miteinander haben, auch an dieser Stelle heute fortsetzen können. Ich will es auch gar nicht so üppig machen, ich freue mich wirklich auf die Diskussion hier untereinander, vielleicht ja auch mit Ihnen. Die dringendsten Probleme, glaube ich, liegen zum einen darin, dass wir zwar vereinbarte Ziele zwischen Bund und Ländern haben, die formal beschlossen sind, aber ich mich an vielen Stellen frage, ob wir doch jetzt einen wirklichen Konsens haben. Also es ist ganz klar, dass es einen klaren gesellschaftlichen und politischen Konsens zum Ausstieg aus der Kernenergie gibt. Da gibt es jetzt klare Zeitrhythmen. Aber wenn man dann darunter schaut, ist doch sehr viel auch noch unterschiedlich in den Sichtweisen. Die Wege sind beschrieben, 80% Erneuerbare bis 2050, 80-95% CO2-Reduktion. Aber neben diesem Konzept, das Bund und Länder ja gemeinsam geschlossen haben, gibt es zum Beispiel 16 Bundesländerkonzepte. Und wenn man das aufaddiert, passt das noch nicht zusammen mit dem, was die Bundesziele sind. Also aufaddiert geben die Länderkonzepte 160% Ausbau der Erneuerbaren, auch mit sehr unterschiedlichen Zeitvorstellungen in einigen Teilen. Und das führt, glaube ich, jetzt einfach ganz konkret zu sehr vielen Fragen, die ja auch in das einmünden, was Herr Barke eben schon gesagt hat, wenn wir über Ausbaukorridore und andere sprechen, da komme ich gleich nochmal zu. Und ich bin schon ein bisschen enttäuscht, auch angesichts der Tatsache, dass ja 15 Ministerpräsidenten mitverhandelt haben beim Koalitionsvertrag, dass wir hier so wenig Commitment haben, wenn es dann ganz konkret darum geht, auch jetzt miteinander zu sprechen über die Frage Optimum, Netzausbau, Standorte, über die Frage auch von gemeinsamem Verständnis. Wir erleben das ja gerade in diesen Tagen wieder sehr aufgeregt an der Diskussion über das EEG, aber auch an der Diskussion über den notwendigen Leitungsausbau. Da ist man der Meinung, man hat genug getan, man wolle autark sein, man hat seine eigenen Pläne. Also dass auch die Länder miteinander hier in einen Dialog kommen, das ist, glaube ich, extrem vordringlich, um jetzt wirklich auch konkret weiterzukommen. Das hat noch nichts mit dem Reformbedarf in den Gesetzen zu tun, aber ich vermisse hier eine Gemeinsamkeit in der Frage. Wir haben dann, glaube ich, ganz klar die Herausforderung, auch das ist schon angesprochen worden, das, was wir tun, stärker mit der Europäischen Union zu vernetzen. Wir haben jetzt ja Beschlüsse von Kommission, wir haben Beschlüsse des Parlaments, nicht deckungsgleich, aber zumindest haben wir jetzt schon mal Beschlüsse. Was uns aber fehlt, ist zum Beispiel ein klares Bekenntnis des Europäischen Rates, der jetzt Anfang März sein wird. Und ich halte es für sehr vordringlich, dass wir dort zum Beispiel ein gemeinsames Verständnis über ein CO2-Minderungsziel bekommen. Nach klarer Petition des BDEW sollte das bei 40% 2030 liegen, weil das schon auch notwendig ist, um diese Gesamtsysteme in die Balance zu kriegen. Und ich merke natürlich, dass wieder sehr aufgeregt um das erneuerbare Thema herum gesprochen wird. Der BDEW ist auch für ein erneuerbares Ziel. Andere Länder sind strikt dagegen und da sind sehr heterogene Interessenslagen. Der eine ist gegen ein erneuerbares Ziel, weil er das in seinem Land nicht für verwirklichbar hält. Der andere ist gegen ein erneuerbares Ziel, weil er die CO2-Reduktion mit Kernenergie erreichen will und so weiter und so fort. Am Ende des Tages erleben wir ganz tagtäglich, und das wird sicherlich Herr Lösch noch stärker auch sagen können, dass wir natürlich schon innereuropäisch in einer Renationalisierung der Energiepolitik stehen, die sehr industriepolitisch dominiert ist von den Interessenslagen her. Und das ist eine echte Herausforderung. Da brauchen wir gar nicht über globale Herausforderungen reden, über die Herausforderungen durch Shale Gas und sonstige Dinge. Wir müssen innerhalb Europas stärker unsere Aufgaben machen. Und wir alle sind gefordert, unsere Konzepte und Ideen, die wir vorlegen, auch alle europakompatibel zu machen. Das ist einer der Hauptpunkte und einer der Hauptanforderungen, die wir in diesen Bereichen haben. Das dritte Thema ist einmal technisch, möchte ich sagen, ist das Thema Akzeptanz. Wir erheben als BDEW jedes Jahr den Energiemonitor, eine Umfrage. Nach wie vor ist die Akzeptanz zur Energiewende mit 89% ungebrochen hoch. Aber die Bürger haben erhebliche Zweifel, ob und in welcher Art und Weise die Umsetzung gemacht wird.
Und da ist nach wie vor viel Kommunikationsstörung untereinander. Da ist nach wie vor auch sehr viel wechselseitige Schuldzuweisung. Ich finde natürlich, dass wir zum Beispiel über eine adäquate Kostenverteilung zwischen privaten und Mittelstand und Industrie reden müssen. Aber als allererster Linie müssen wir zum Beispiel überlegen, wie wir das, was wir ökologisch wollen, so ökonomisch effizient wie möglich auch jetzt machen. Und ich unterstütze Herrn Barker ausdrücklich darin, dass er gesagt hat, wenn wir das auch zu einem Reformprojekt in der EU und auch weltweit machen wollen, dann müssen wir auch beweisen, dass wir das auch mit Effizienzen hinbekommen. Und deshalb müssen wir das machen. Wir erleben es tagtäglich. Wir haben jetzt die Diskussion verfolgt in den letzten Tagen an den Akzeptanzdiskussionen, wenn es um Netzausbau und andere Projekte geht, die sichtbar machen, wie auch Energiewende dezentral voranschreiten wird. Es werden wieder Grundsatzfragen gestellt, ob Leitungen nötig sind, Leitungen, die längst politisch konsensual im Energieleitungsausbaugesetz miteinander beschlossen worden sind. Und da mag man in der Spitze auch in der Weiterentwicklung ja Fragen haben. Deshalb wird der Netzentwicklungsplan ja auch ständig angepackt. Aber die Grunddiskussionen, die dort jetzt geführt worden sind, längst politisch miteinander besprochen. Und das ist natürlich zum einen die Frage, wie taktisch geschickt geht man in Ankündigungen von Ausbaupfaden und so weiter vor. Ich kenne die andere Seite der Medaille auch, wenn Sie in einer Versammlung sitzen, sich als Mörder bezeichnen lassen müssen, dann verhakt so eine Diskussion. Das zeigt, welche ungeheure Emotionalität, wenn es denn ganz praktisch wird und sichtbar wird, einfach auf der Straße ist. Und deshalb haben wir ja als BDW schon lange gesagt, es ist nicht mit den politischen Beschlusslagen hier getan, sondern wir brauchen auch eine gesellschaftliche Begleitung, die NGOs, die Wirtschaft, die Sozialverbände, Gewerkschaften, Politik, Bund, Länder, aber auch einbindet und weiterbindet als bei diesem Reformprojekt, was meines Erachtens sich ja noch Jahrzehnte hinziehen wird. Und wenn wir es nicht schaffen, gesellschaftlichen Konsens über wesentliche Fragen herzustellen, dann ist das ganz schwierig. Wir brauchen also hier ein klares Petitum auf mehr Dialog miteinander. Und das kann und sollte Politik nicht alleine machen. Ich glaube, da ist Gesellschaft in all ihren Facetten erforderlich. Das zu den Rahmenbedingungen, administrativen Dingen, die wichtig sind. Zu den Reformvorschlägen unterstütze ich ausdrücklich das, was Herr Barke gesagt hat. Ich will jetzt da am ersten Statement nicht zu tief gehen. Auch wir sind betroffen durch die Vorschläge, die dort kommen in der Reform des Erneuerbaren Energiengesetzes. Aber ich bringe die ganz hohe Bereitschaft mit, hier wirklich konstruktiv sehr weit voranzukommen. Ich glaube, es werden die richtigen Fragen gestellt nach Markt- und Systemintegration mit den Vorschlägen der Bundesregierung. Im Detail sicher wird man an der einen oder anderen Stelle noch sprechen müssen. Ich teile die Herausforderung, was auf das Thema Kapazitäten genannt worden ist. Und hier stimme ich auch ausdrücklich zu, dass es nicht um eine Absicherung von Investitionsprojekten geht, sondern es geht um Versorgungssicherheit. Wir sind ein bisschen unterschiedlicher Auffassung. Ich glaube, wir haben da nicht nur ein Südproblem, wir haben ein vordringliches Problem, natürlich, weil im Süden die Kernkraftwerke abgeschaltet werden. Aber die wirtschaftliche Lage von Kraftwerken ist doch deutschlandweit so weit dramatisch, dass Ende letzten Jahres 41 Kraftwerke zur Stilllegung angemeldet worden sind. Wir haben also hier ein strukturelles Problem in Deutschland. Und die Frage, wie wir adäquat Versorgungssicherheit so effizient wie möglich vorhalten können, muss miteinander besprochen werden. Und ein drittes Thema, was ich auch noch mal sagen möchte, weil wir uns wirklich sehr auf den Strommarkt konzentrieren und immense CO2-Einsparpotenziale in einigen Bereichen nicht heben. Hier hat der Koalitionsvertrag doch keine wirklich konkrete Aussage zum Thema Wärmemarkt. Es ist ein Trauerspiel. Hier ist ein Reset zum Das Gesetz zur Gebäudesanierung im Volumen von 1,5 Milliarden ist zwischen Bund und Ländern 18 Monate im Vermittlungsausschuss hängen geblieben. Jetzt streiten sich nicht nur Bund und Länder, jetzt streiten sich noch die Länder untereinander über die Frage, ob sie modernen Wohnungsbestand haben oder nicht modernen Wohnungsbestand. Hier haben wir einen Hebel zur CO2-Reduktion, den wir sträflicherweise, finde ich, nicht nutzen. Jeder Steuereuro, sage ich jetzt mal, der dort gegeben wird, wird mit 8 Euro privaten Investitionen begleitet. Also auch volkswirtschaftlich wirklich Unsinn, dass es hier nicht gesprungen wird. Und ich finde, das ist auch ein Thema, was in diesem Jahr nicht nur durch die Umsetzung der Energieeffizienzrichtlinie auf die Tagesordnung gehört, sondern was ein Gebot der Vernunft ist, wenn wir das Thema CO2-Minderung an der Stelle wirklich ernst nehmen wollen. Vielen Dank. Ja, gerne. Nur zu. Ich würde jetzt gerne Herrn Töpfer ums Wort bitten. Einen schönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Lieber Herr Füchs, herzlichen Dank für die Einladung und Gratulation zur Veranstaltung. Ich möchte da ansetzen, wo Frau Müller geendet hat.
Man kann nicht auf alle die einzelnen Punkte in 7 Minuten eingehen, soll es auch nicht. Dafür können wir weiter diskutieren. Erstens, meine Frage ist, welche Konsequenz hat denn das für die von uns mal genannten Nebenbedingungen? Da haben wir gesagt, also die Kosten, die Preise für die Energie dürfen nicht die Wettbewerbsfähigkeit infrage stellen. Abgehakt. Und nur die kleine Fußnote dazu. Bisher hat es auch nicht gemacht. Das ganze Gegenteil ist natürlich der Fall. Der ganze Gegenteil ist der Fall. Es ist alles ohne Kritik, sondern als nur Feststellung dazu gekommen, dass wir, Sie haben den Merit-Order-Effekt erwähnt, außerordentlich niedrige Börsenpreise haben, die aus welchen Gründen auch immer, können wir weiter diskutieren, so bei dem normalen Kunden nicht ganz angekommen sind. Also, das haben wir abgehakt. Wir haben uns sehr beschäftigt mit der Netzstabilität und tun das. Das haken wir auch ab. Und dann haben wir, wenn ich wir sage, meine ich jetzt nicht Plural Majestatis, sondern den Hinweis auf das, was man auch immer mitgeleitet hat, nämlich die Ethikkommission, haben wir gesagt, eine Nebenbedingung soll auch sein, die soziale Komponente dabei. Darüber haben wir auch viel gehört, aber das ist nicht abgehakt. Und ich sage das auch deswegen, die Frage, sollten wir uns in einer Zeit, in der die Bereitschaft zur demokratischen Teilhabe in unserem Staat nicht gerade durch ganz viele Maßnahmen unterstützt wird, die sollten wir uns an dieser Stelle stellen. Was ist denn der Vorschlag, den wir jetzt haben, als Konsequenz für diejenigen, die da rein investieren? Bisher haben in erneuerbaren Energien in ganz besonderer Weise Einzelpersonen, Genossenschaften und so weiter investiert. Bleibt das so? Oder hat das eine tendenziell verändernde Wirkung? Und ich halte das für eine ganz große Fragestellung, denn ich sage noch einmal, dies hat auch etwas zu tun dann mit Akzeptanzen. Wenn wir das wegnehmen, wenn wir wieder in eine Schwierigkeit kommen, Frau Müller, so etwas wie ein Gemeinschaftswerk daraus mitzumachen. Es war eine der guten Sachen. Und da kommen wir, siehe da, am Ende eine der Nebenbedingungen, die wir als erste genannt haben. Das war, steige aus der Kernenergie aus, ohne deine Klimapolitik in Frage zu stellen. Das war eine der zentralen Fragestellungen. Und Herr Barker hat das wirklich alles wunderbar dargestellt. Klima kam im letzten Satz noch vor. Hat mich gefreut, dass Sie das noch gebracht haben. Also ich frage mich schon, was bedeutet denn das? Und was macht die Bundesregierung, um in der Glaubwürdigkeit einer Klimapolitik zu bleiben, die, wenn sie vorankommen will, in Europa vorankommen muss und die dann, wenn sie in Europa vorankommen kann, nur vorankommen wird, wenn sie in Deutschland auch mitgetragen wird? Nach meiner Kenntnis, wenn wir unser Ziel für 40% Reduktion nicht erreichen. Da kannst du sagen, dann ist es umso schlimmer für das Ziel. Aber da gehe ich eben auch auf dieselbe Frage ein. Strom ist eigentlich der einzige Ansatzpunkt für CO2. Also wo bleibt die gesamte Frage der CO2-Minderung in diesem Konzept? Kommt sie? Wenn ja, wie? Und da ist Wärme wahrscheinlich die einzige Möglichkeit, die wir haben. Denn ich sage es mal ganz vorsichtig, im Bereich Verkehr sind so einige Türen zugemacht worden. Das kann man jetzt schwer wieder aufmachen. Also wenn ich dazu komme, ich muss meine CO2-Ziele weiterhin erhalten, kann es aber, wenn ich es richtig sehe, mit dem Konzept, was wir jetzt vorgelegt haben, im Strombereich nicht machen. Dann muss ich mich fragen, wo kann ich das kompensieren? Das würde ich sehr, sehr intensiv machen. Ein letzter Punkt. Wissen Sie, wir müssen uns in Deutschland auch insgesamt mal darüber Gedanken machen, wie finanzieren wir eigentlich Infrastrukturen? Denn das, was wir haben, ist Infrastruktur. Wir bauen in einer kurzen Zeit ein völlig neues Infrastruktursystem auf und finanzieren das alleine über die Strompreise und da noch reduziert von einigen in dieser Gesellschaft. Dass dies eine Frage ist, die für Infrastrukturen insgesamt gelten, in einer Gesellschaft, die unter dem Diktat der Kurzfristigkeit lebt, das sehen wir an Straßen, das sehen wir an der Eisenbahn, überall haben wir dieselbe Fragestellung. Und darüber muss man sich ja mal Gedanken machen. Wie kriegen wir denn eigentlich eine Finanzierungsstruktur hin,
dass wir auch tatsächlich gerechte Kosten verteilen. Der Hinweis auf Eigenverbrauch ist eigentlich die Bestätigung, dass das notwendig ist. Denn was ist denn die Begründung dafür, dass Sie den Eigenverbrauch jetzt mit belasten? Die Begründung ist dafür, dass diejenigen, die heute die niedrigen Kosten in der Zwischenzeit von erneuerbaren Energien für Eigenverbrauch nutzen konnten, davon profitieren, dass früher andere die Technik so weit gefordert haben, dass sie jetzt billig ist. Wenn ich mich da frage, endet das auf einmal damit oder muss man das nicht ein Stückchen weiterziehen? Dann hat das nichts mit Verteilung zu tun, sondern hat das was zu tun mit Generationengerechtigkeiten, mit Zuordnung nebenbei auch von den damit verbundenen Kosten, die wir in allen anderen Infrastrukturen, ich sage es nochmal, sehen müssen. Das interessiert mich außerordentlich. Wie kriegen wir in Deutschland wieder mal eine Frage, dass nicht überall dasteht, weil der eine die Eisenbahn an die Börse bringen will, investieren wir nichts mehr in die Netze. Und auf einmal stehen wir überrascht davor, das klappt nicht mehr so ganz. Wir sehen, dass unsere Brücken in den Straßen zusammenbrechen und fragen uns, woher kommt das eigentlich? Also wenn wir sowas aufgreifen, dann müssen wir auch mal wieder zum Generellen zurückkommen und sagen, das ist eine neue Infrastruktur, die wir nicht nur für 20 Jahre bauen, sondern die wir bauen dafür, dass Deutschland in die Welt hineingeht mit einer einmaligen und wettbewerbsfähigen Versorgungsstruktur mit Energie. Und das ist eine tolle Sache. Und deswegen, meine ich, müssen wir auch zeigen, dass wir mit unseren Kosten bereits da unten sind. Und jeder, der nach Deutschland kommt, der sagt, was ihr da habt, können sich nur die Reichen leisten. 28 Euro Cent pro Kilowattstunde. So unglaublich. Ich komme gerade zurück auch von IRENA in Abu Dhabi. Die jubeln, wenn sie Deutschland hören. Weil wir nämlich die Energie, die erneuerbaren Energien durch unsere Investitionen so preiswert gemacht haben, dass sie sie jetzt wunderbar nutzen können. Das darfst du überall sagen, nur nicht in Deutschland. Aber das müssen wir auch ein Stück hier sagen, damit die Menschen wissen, da tun wir etwas für Zukunft und für eine ganz wichtige Zukunft. Und das allerletzte, geben Sie so einen Menschen ein Mikrofon, hört er doch wenig schlecht gerne auf. Wenn wir Kosten ansprechen, lassen Sie uns bitte immer sofort sagen, dass Kosten zwei Determinanten haben. Preis und Menge. Wir müssen sehr viel stärker ins Demandmanagement hineingehen. Wir müssen wesentlich mehr für die Effizienz tun. Und nicht nur bei den Häusern, sondern auch in der Produktion. Nur einen kleinen Hinweis. Sie würden wahrscheinlich selbst bis in die Argumentation mit der EU besser vorankommen, wenn Sie sagen, die Unternehmen, die wir befreien, die kriegen aber ein besonders anspruchsvolles Ziel dafür, dass sie ihre Energieeffizienz verbessern. Wäre schon ein Preis für etwas, hätte etwas dafür, dass wir sagen können, du, das kriegst du nicht umsonst. Da musst du was machen. Wenn wir dies so bringen, dann glaube ich, ist mir um den Erfolg der anderen Bereiche, bei denen ich das allermeiste genauso sehe, wie Sie es gesagt haben, gar nicht bange, ob man das so schnell machen kann, ob man das so machen kann mit regionaler Komponente, zunächst mal nicht beachten und dann die Regierungschef in den Regionen ordentlich auf die Barrikaden zu bringen. Aber ich bin ein alter Mann, ich habe von Politik wenig Ahnung. Aber unabhängig davon würde ich dann doch sagen, das kann man so rum und kann man so machen. Und Akzeptanzen auch für Netze bekommt man dann besser, wenn man vorher mit den Menschen spricht und ich sage, da steht morgen in der Zeitung und übermorgen muss es gebaut werden. Das ist eigentlich so, wie es in der Vorschrift für Akzeptanz erhalten unter Fall steht. Und gehen Sie mal heute da durch, wie wir darüber diskutieren. Also ein bisschen offener, ein bisschen mehr dezentral, ein bisschen mehr auch die Menschen mit einbinden und sie kriegen da auch, glaube ich, mehr Rückenwind. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Sie müssen jetzt noch 2 oder 3 Minuten nachsitzen. Ich meine, Sie haben bei Ihrer Argumentation, wie finanzieren wir nachhaltig Innovation und Infrastruktur, kurz vor dem eigenen Vorschlag Halt gemacht, den das Institut unlängst präsentiert hat. Könnten Sie uns das nochmal in knappen Zügen erläutern?
Oh, ich dachte, ich hätte es mit meinen Aussagen schon gemacht, aber Sie haben es angedeutet. Weil es ist ja wiederum, wir sind ja unter uns und das hört ja sonst keiner mit. Ich meine, wenn wir selbst bei einer grünen Alleinregierung offenbar ein Wegstreichen der Industrieprivilegien nicht vertragen würden, was wohl richtig ist, man kann nie sagen, aber es ist wohl richtig, wenn es von Ihnen kommt, dann muss ich auch dazu sagen, die Frage, ob man davon 80% bezahlen muss oder nicht, hängt auch etwas ab von den 100%. Und wenn du an den 100% etwas veränderst, machst du auch für die einen Beitrag, die davon nur 80% zahlen müssen. Also ist es unter dem Gesichtspunkt auch eine sinnvolle Überlegung, zu fragen, was sind denn das für Kostenbestandteile, die wir da gehabt haben? Gehen wir doch mal durch. Und wie finanzieren wir solche Investitionen in technologische Entwicklung sonst? Das ist eine ganz logische Fragestellung. Und da kannst du natürlich auch hinkommen und sagen, nicht bis demnächst mal ist, wie haben Sie es gesagt, Griechenland, Euro-Probleme, die wir damit machen. Fantastisch, auf so bin ich gekommen. Kannst du auch fragen, wenn wir eine Situation haben, dass nach 20 Jahren diese Anlagen ohne laufende Kosten und ohne Kapitalkosten laufen, ist das ein sehr schönes goldenes Ende. Was machst du denn damit? Kannst du das nicht mit aufgreifen und in dieses goldene Ende laufen wir doch hinein? Sie können am Bestand in der Tat nichts ändern. Aber ob das auch dann noch ist, wenn die Förderungszeit ausläuft, ist eine andere Fragestellung. Und wir können uns ja auch darüber Gedanken machen, ob wir diesen erbärmlich niedrigen CO2-Preis nur als gottgegeben hinnehmen. Andere kommen auf sowas und sagen, da können wir vielleicht mal so einen Floorpreis machen und hast ja eine Refinanzierung auch für das, was du an der anderen Stelle eigentlich brauchst. Also mir fallen da sehr viele Bereiche ein, wo ich nicht mir den Vorwurf aussetzen muss, das Einzige, was du willst, ist heute Kosten senken, sondern wo ich sagen kann, es könnte zu einem Beispielfall werden, wie wir uns generell darüber unterhalten, wie wir Infrastrukturen so finanzieren, dass die jeweils damit Nutzenden auch etwas davon mitzutragen haben, was wir, ich sage es nochmal, wenn Sie sich mal die Finanzierung unseres Straßenbaus ansehen, das Programm ist jetzt, weiß ich nicht ganz genau, aber 80 Milliarden auch etwa in die Größenordnung hineingehend, dann wissen Sie, das wird über Mineralölsteuer denklogisch gemacht, also über Steuerbereiche und die gehen ja auch über die Zeit hinaus. Also sich darüber Gedanken zu machen, sind die Kosten, die dazu geführt haben, dass wir jetzt da sind, wo uns Herr Weber seine Technik hingebracht hat, sind die Kosten alle automatisch von dieser jetzt vorhandenen Generation zu bezahlen oder ist das nicht eine infrastrukturelle Leistung, die wir auf lange Zeit benutzen können? Dies, glaube ich, ist eine höchst relevante und ich glaube keineswegs so nach dem Moral Hazard vorgehende Vorstellung, Entschuldigung, wenn ich das ein bisschen verblümt gesagt habe, aber ich höre, dass man zumindest darüber jetzt nachdenkt. Und das heißt ja schon was. Denkt man doch mal weiter nach und bringt es aus der Ecke raus. Das ist nur eine Reaktion auf das, was wir gegenwärtig mit den Kosten für eine Infrastruktur haben, die wir anders finanzieren als alle anderen. Vielen Dank. Herr Losch, Industrieperspektive. Ja, dann hoffe ich mal, dass die goldene Generation das nicht investieren muss, um die veralteten Wind- und Solarparks wieder abzubauen und durch neue hochtechnologische zu ersetzen. Also das Ende kann ja auch so kommen irgendwann, weil 20 Jahre bleibt keine Technik so, wie sie ist. Für Kohle auch. Ja klar, das gilt für alles. Deswegen hat jede Generation ihre Kosten für ihre Infrastruktur. Ja, unbestritten, wir haben einen Siegeszug der erneuerbaren Energien. Der Sieger steht fest. Wir haben uns in Deutschland hier sehr klar committed. Wir haben auch einen beeindruckenden Zuwachs. Und Herr Barker hat das ja vorhin auch so formuliert. Ich glaube, wir stehen jetzt vor der Aufgabe, wie basteln wir um diesen Sieger herum,
ein möglichst sicheres und kostengünstiges System. Wie schaffen wir es, dass wir mit diesem Sieger, den erneuerbaren Energien, eben auch ein wettbewerbsfähiges Industrieland bleiben? Das ist die Herausforderung, die wir haben. Ich will später ganz kurz noch auf die internationalen Rahmenbedingungen eingehen. Nun sitzen wir hier, Energiewende 2.0 heißt natürlich auch, dass wir nach 14 Jahren uns mit einer Revision des bisherigen schon beschäftigen müssen. Wir haben von Anfang an und insbesondere nach Fukushima uns sehr intensiv auch mit diesem Thema Energiewende beschäftigt. Ich denke, häufig kritisch, immer aber konstruktiv. Wir haben eine Menge Studien als BDI auch herausgegeben. Und warum tun wir das? Weil wir sehen, dass diese Energiewende in erster Linie natürlich ein Industrieprojekt ist. Weil wer baut all diese Dinge? Wer muss mit den Energiekosten umgehen? Für uns war immer klar, dass in diesem Projekt sowohl die größten Chancen als auch die größten Risiken bei der Industrie liegen. Und mein Credo dazu ist immer, ich möchte eigentlich die Chancen maximieren und die Risiken minimieren. Und unter dieser Leitlinie, denke ich, heraus gehen wir auch an dieses Thema ran. Die neue Regierung hat schnell gehandelt. Respekt, es ist ein schwieriges Thema. Wir hatten ja letzten Sommer uns auch schon verschiedentlich mit Ihnen, Herr Barke, auch zusammengesetzt, auch haben über die Vorschläge der Agora diskutiert. Ich glaube, dass wichtig ist, dass jetzt ein echter Einstieg gemacht wird in diese Revision oder diese Energiewende 2.0. Das ist mit Sicherheit das Positive. Ich sehe auch etliche positive Ansatzpunkte in der Gesamtkonstruktion, Themen wie Ausbaukorridor, auch technologiespezifische Steuerungsinstrumente, natürlich auch der Abbau von Überförderungen. Und vor allen Dingen würde ich mir wünschen, dass wir am Ende auch mehr dazu kommen, dass wir nicht nur auf die Installation, also auf die pure Menge gehen, sondern dass wir auch ein bisschen mehr auf Innovation gehen. Herr Töpfer, Sie haben das jetzt gerade mit diesen 20 Jahren, also ich habe deswegen so darauf reagiert, weil natürlich die Welt um uns herum nicht stehen bleibt. Auch bei den erneuerbaren Energien wird es Innovation geben und es stimmt mich etwas betrübt, dass zum Beispiel bei der Photovoltaik die neuesten Innovationen, die dann das Siemens-Verfahren, das ist ein eingeführter Begriff, vielleicht ablösen werden, die kommen eben aus Norwegen und werden in Singapur und in den USA gefertigt, wegen niedriger Energiepreise. Also auch hier müssen wir das Gesamte im Auge behalten, dass wir die Chancen bewahren, dass dieses, ich nenne es jetzt mal spöttisch, dieses Paradies auch für uns als Exportschlager dann irgendwann auch wirklich eintrifft. Und da sehe ich uns schon an vielen Stellen auch bedroht. An einigen Stellen finde ich es ein bisschen zaghaft. Ich denke, dass die Ausschreibung, Sie haben das gesagt, dass die schneller kommen soll, muss man mal sehen, ob, wenn 2017 dasteht, ob es nicht dann vielleicht doch, wenn man die Genehmigungsphase, Beantragsphase mit reinnimmt, doch erst ab 2019 passiert. Also das sind immerhin 5 Jahre noch. Also hier würden wir uns manchmal wünschen, dass wir da noch ein bisschen gefährlicher rangehen. Sie werden Verständnis dafür haben, dass ein Vertreter, der die Industrie in Deutschland vertritt, die immerhin jeden dritten Euro in diesem Land erwirtschaftet, nach wie vor und hoffentlich auch weiterhin, sich natürlich schwer tut mit gewissen Vorstellungen, die Entlastungen, die ja keine von uns quasi geholten, sondern von der Regierung, von vielen Regierungen immer wieder erneuert, auch bewusst ausgereichten Entlastungen von einer Zusatzbelastung im Vergleich zum europäischen und weltweiten Wettbewerb gegeben wurden, dass wir uns da natürlich in der Diskussion sehr vorsichtig aufstellen und hier erheblichen Gesprächsbedarf auch sehen, der auch befriedigt wird. Aber wir müssen ganz klar sehen, dass wir uns als deutsche Industrie und speziell als deutsche Industrie in einem globalen Wettbewerb befinden. Und es gibt einfach Unternehmen, die werden Ihnen dann einfach sagen, mir zahlt auf dem Weltmarkt kein Mensch einen Cent mehr für einen grünen Stahl. Also das mögen manche im Raum nicht mögen,
Aber das ist die Realität auf den Weltmärkten. Und da müssen wir uns auch mit beschäftigen, weil ich denke, dass wir, ich will jetzt nicht diese 900.000 Arbeitsplätze in den energieintensiven Unternehmen, die will ich jetzt hier nicht beschwören. Das ist auch kein Ein- und Aus-Thema. Das ist ein Dimmer-Thema. Und ich denke, Herr Bock von BASF hat es dieser Tage sehr deutlich gesagt. Die Statistiken sind auch eindeutig. In diesen Bereichen gehen die Investitionen seit Jahren zurück. Und das ist verbunden mit einem, zum einen mit einem schleichenden Abbau von Beschäftigung, von Investitionen in Deutschland. Und es ist nicht verbunden mit einer Reduktion von CO2, allenfalls in Deutschland, nicht weltweit, weil die Produktion findet anderswo statt. Also dem müssen wir uns einfach stellen. Da sind wir auch bereit, uns in diese Diskussion zu stellen. Und ich glaube aber, dass wir da auch, Sie haben das ja mit diesem, über das länger als einen Tag wird es nicht mal eine grüne Regierung überleben. Ich glaube, das ist sehr martialisch gedacht, aber ich glaube schon auch, dass Politik in diesem Land eine Verantwortung hat für den Wohlstand in diesem Land. Und ich glaube auch, dass die Bürger diesen Wohlstand bei allem, sagen wir, in Umfragen zu Ausdruck gebrachten Freude über Ökologie, sie werden diesen Wohlstand auch einfordern. Wir haben einen sehr gefährlichen Cocktail momentan in Europa. Sie haben das angesprochen. Ich denke, dass diese Situation, und da fand ich, was Frau Müller sagte, auch richtig, die wird nicht besser werden. Es ist nicht nur ein Phänomen, dass Herr Almunia ein theoretisches Problem mit unserem Beihilfeverhalten hat, sondern wenn man aufmerksam in Brüssel unterwegs ist, wird man natürlich feststellen, dass die mehrjährige Krise in Europa und die Rolle Deutschlands in dieser Krise natürlich auch politische, emotionale Spuren hinterlassen hat. Und ich glaube, man darf auch dieses nicht unterschätzen, dass sehr genau darauf geachtet wird, welchem Umfang Deutschland Wasser predigt und selbst Wein trinkt. Und deswegen müssen wir da sehr, sehr vorsichtig auch in Brüssel vor sich gehen, weil in der Tat der Gedanke, dass dieser rechtlich sehr formale Vorgang bis Ende des Jahres Bestand hat, nicht gelöst wird, der ist ziemlich unvorstellbar und der würde zu erheblichen Verwerfungen auch führen. Beim Eigenstrom habe ich ein Problem mit einem Zielkonflikt. Also Kraft-Wärme-Kopplung ist mit Abstand die klimagünstigste Form, Strom zu erzeugen in industriellen Zusammenhängen. Ich denke, das ist auch unbestritten. Die liegen auch von den Emissionszahlen deutlich hinter allen oder vor allen anderen Möglichkeiten. Es wurde ausdrücklich gefördert. Es gibt ein eigenes Gesetz dazu. Dieses jetzt quasi über diesen Weg EEG-Reform abzuwürgen, würde das selbstgesteckte Ziel 25% Anteil in 2020 von Kraft-Wärme-Kopplung in Deutschland natürlich stark in Frage stellen. Ich habe Ihre Worte gehört und ich bitte aber um Verständnis, dass wir jetzt zunächst mal eine EEG-Reform auf dem Tisch liegen haben, wo dieses Thema sehr stark attackiert wird. Wenn es denn in anderen Umfeldern dann weiterhin auch in Richtung des 25%-Ziels unterstützt und gefördert werden soll, ist es gut, nur da habe ich noch nichts auf dem Tisch liegen. Also das wäre, glaube ich, wichtig, wenn das dann auch mal auf den Tisch käme. Ein Wort zum Vertrauens- und Bestandsschutz. Ich bin, sage ich jetzt ganz offen, immer ein bisschen überrascht über die Heftigkeit der Debatte, wenn es darum geht, künftigen Investoren etwas von der auf 20 Jahre garantierten Rendite abzuschneiden. Unternehmen, die energieintensiv sind, ich nehme jetzt mal so ein, weil es vielleicht auch ein ökologisch erwünschtes Verhalten ist, Unternehmen, die Kunststoffrecycling betreiben. Sie wissen, die Alternative zum Kunststoffrecycling ist die euphemistisch so bezeichnete thermische Verwertung, Vulgo-Verbrennung mit entsprechender CO2-Emission. So, die haben kurz vor Weihnachten erfahren, dass sie ab jetzt nicht mehr von der EEG-Umlage befreit sind. Die kämpfen damit mit diesem Geschäftsmodell in Deutschland ums Überleben. Also auch hier möchte ich nochmal darauf hinweisen, man muss echt gucken, wo da auch Zielkonflikte sind zwischen ökologisch
durchaus erwünschtem Verhalten und auf der anderen Seite dann natürlich kann man sich streiten, ob ein Kunststoffrecyclat ein Produkt ist. Ich finde schon, daraus werden andere Produkte gemacht. Und wenn wir das Thema Kreislaufwirtschaft ernst nehmen, dann denke ich, muss man sich solche Dinge sehr genau anschauen. Was uns oder mir noch wichtig ist, ich glaube, wir müssen uns nochmal, das haben alle betont, ich finde es auch richtig, das ist kein deutsches Problem. Deutschland wird, auch wenn das in der energiepolitischen Agenda der Grünen steht, nicht das klimapolitische oder wie soll ich sagen, die Welt klimapolitisch bewegen durch einen nationalen Alleingang. Wir haben eine im hohen Maße global vernetzte Industrie. Ich will auch hier nicht die Preisentwicklungen in anderen Bereichen der Welt nennen. Aber wir müssen einfach auch zur Kenntnis nehmen, dass nach allen Prognosen, die wir haben, die Welt auch im Jahr 2035 im hohen Maße fossil Energie erzeugen wird. Und wir müssen uns damit beschäftigen, wie wir uns in dieser Welt dann mit unserem eigenen Weg auch einfügen, ohne dass wir entsprechende Probleme damit auch kriegen. Und ich würde mir da ein bisschen mehr Realismus auch wünschen, ohne dass wir uns von diesen Zielen auch verabschieden müssen. Es ist eine hohe Herausforderung, sie hat eine Menge Chancen für uns, aber wir sollten sowohl auf die Risiken als auch auf die Chancen gucken. Also mehr europäisch, also ganz klar, ich habe gerade wieder ein Dutzend Briefe geschrieben in die Politik hinein. Wir reden hier über Milliarden Subventionen und für Gebäudeenergieeffizienz, wo ich immer gelernt habe, 40% Primärenergieverbrauch, da haben wir nicht mal auch nur den Ansatz einer wirklich vernünftigen Förderung. Also das geht für mich ganz schwer zusammen. Also Energieeffizienz, wir wollen auch weltweit diese Modelle auch nach vorne bringen und vor allen Dingen, wir sind keine Insel als Deutschland. Danke. Vielen Dank. Und jetzt als letzter in dieser ersten Runde Oliver Krischer. Und dann kriegt Rainer Barke die Gelegenheit zu einer Replik. Ja, herzlichen Dank, Ralf. Ich fange mal mit dem letzten an und frage Kosten und Industrie. Und der grünen Alleinregierung, die ja auch nicht um das EU-Beihilfeverfahren rumkäme. Natürlich nicht. Aber dazu muss man erst mal sagen, wie ist es überhaupt zu diesem Beihilfeverfahren gekommen? Wir haben seit Jahren ein Problem mit ausufernden Ausnahmen. Das ist auch nichts Neues. Das diskutieren wir rauf und runter. Und Herr Almunia läuft seit mindestens einem Jahr rum und sagt, liebe Leute, wenn ihr in Deutschland da nichts tut, dann werden wir das irgendwann zu einem Beihilfeverfahren machen müssen. So, und das hat eine vergangene Bundesregierung geflissentlich ignoriert. Und die letzte Chance, die da war, dass dieses Beihilfeverfahren zu vermeiden, wäre der Koalitionsvertrag der Großen Koalition gewesen, in dem man da einen klaren Vorschlag gemacht hätte, was man denn an dem Thema tun will. Und das sind übrigens nicht die Unternehmen aus dem europäischen Ausland, die sich beschweren. Das sind im Wesentlichen deutsche Unternehmen, die da sagen, das finden wir so nicht in Ordnung. Und aber die Chance hat man verpasst. So. Und wir als Grüne haben einen Vorschlag gemacht und haben einen Antrag in den Bundestag eingebracht und haben gesagt, man muss auf dieses Beihilfeverfahren reagieren und sagen, wir nehmen die Grundlage, die die EU-Kommission in einem langwierigen Verfahren geschaffen hat, nämlich die Strompreiskompensationsliste. Da werden Branchen genannt und das sind genau die Branchen, Metallerzeugung, Chemie und so weiter, die nach unserer Auffassung auch entsprechend entlastet werden müssen. Und auf der Basis kann man sich dann auch verständigen und da ist dieses Beihilfeverfahren lösbar. So, und ich erlebe jetzt eine große Koalition, auch Rainer Barke gerade wieder, gestern Sigmar Gabriel im Wirtschaftsausschuss und frage, was ist denn eigentlich, wenn das das Wichtigste ist, wenn das der Antrieb ist, wenn das der Druck ist, unter dem wir stehen, und das will ich ja gar nicht bestreiten, was ist denn eigentlich der Vorschlag der Bundesregierung zu diesem Thema? Ich kenne ihn nicht. Er ist nicht mal angedeutet. So, und ich finde, da kann man jetzt sagen, ja, wir pokern jetzt mit Brüssel und wir müssen ja auch ein bisschen das grundsätzlich in Frage stellen. Darf die EU-Kommission das? Und ich habe ja auch kein Problem, wenn man Herrn Oettinger beschimpft. Also da bin ich immer gleich mit dabei. Aber das löst doch dann unsere Frage nicht, sondern ich fände dann auch im Sinne der Industrie
mal eine Debatte wichtig. Was ist denn die Vorstellung, die diese Bundesregierung hat? Wo ich nicht dabei bin, ist, dass es am Ende so läuft, dass man sagt, naja, uns ist da aus Brüssel irgendwas aufgezwungen worden und man hat hier nicht den Mut und die politische Verantwortung, auch die notwendigen Entscheidungen zu treffen, weil es natürlich am Ende heißt, dass bestimmte Branchen, die nun wirklich nicht im internationalen Wettbewerb stehen und die da reingerutscht sind, die dann in Zukunft entsprechende Vergünstigungen nicht mehr kommen. Dann will ich zum Thema Kosten sagen, und es ist echt witzig, ne? Ich kenne ja Rainer Barke, wir kennen uns lange Jahre und wir haben viel zusammen gemacht. Und wenn er hier so redet, das ist toll und das ist, ja, in Analysen kann ich an vielen Stellen zustimmen. Nur ich habe gestern genau den gleichen Vortrag oder zum gleichen Thema von Sigmar Gabriel im Wirtschaftsausschuss gehört. Und da waren die Ansagen völlig andere. Da heißt es zum Beispiel, ich mache das nur mal an einem Beispiel deutlich, da heißt es zum Beispiel, die deutsche Volkswirtschaft leistet sich 24 Milliarden Euro für die Förderung der erneuerbaren Energien und da müssen wir runter. Da weiß jeder hier im Saal, dass das so nicht funktioniert. Und jeder hier im Saal weiß auch, wenn wir diese 25% Erneuerbare nicht hätten, wenn wir gesagt hätten im Jahr 2000, wir machen das alles gar nicht, wir machen das fossile und atomar weiter, dann müssten wir massiv in Kraftwerke investieren. Und man sieht ja gerade in Großbritannien, was das kostet. So. Und dann wäre selbstverständlich, dass wir Milliardenbeträge in neue Kraftwerke investiert hätten, die wir genauso über den Strompreis bezahlen müssten. Aber das erwähnt in der Debatte keiner. Es wird so getan, als seien diese 24 Milliarden, die jetzt die EEG-Umlagegesamtsumme sind, da ist ja noch nicht mal der Wert des Strompreises, den die erneuerbaren Anlagen da produzieren, mit eingerechnet. Als wären die ein Add-on, was wir da oben drauflegen. Und was, wenn wir das nicht machen würden, entständen keine Kosten. Das finde ich an der Stelle unfair. Und wenn man die Debatte um Energiewende ehrlich diskutieren will, muss man da auch, glaube ich, mit den richtigen Zahlen operieren und muss die Vergleiche miteinander stellen. Ich rede jetzt gar nicht davon. Auch das tut jeder Grüne auf jeder Veranstaltung, dass natürlich fossile und atomare Energieerzeugung, das brauche ich hier in dem Kreis nicht zu erklären, Folgekosten hat. Und wenn man da ehrliche Rechnungen macht, sähe das sowieso alles anders aus. Wir vergleichen hier heute schon betriebswirtschaftliche Kosten und das ist an der Stelle nicht fair. Und selbstverständlich ist es so, dass eine Energiewende nur funktionieren kann und weltweit ein Vorbild sein können, wenn wir es schaffen, die deutsche Industrie zu halten und das hier in einem Rahmen, dass das nicht aus dem Ruder läuft. Aber, und das hat mich in der Tat auch beim Vortrag von Rainer Barke gestört, die Akzeptanz und das Vorbild geht auch verloren, wenn wir hier Energiewende machen und Erneuerbare ausbauen und gleichzeitig Deutschland gegen den globalen Trend mit den CO2-Emissionen boomt und hier die Kohleverstromung steigt. Und da muss eine Antwort geliefert werden. Und da höre ich auch nichts. Da müssen wir über die Frage reden, wie kriegen wir den Emissionshandel hin? Und wenn wir den auf europäischer Ebene nicht schaffen, ich glaube das nicht, wenn eine Bundeskanzlerin sich auf die Hinterbeine stellen würde, glaube ich, wäre im Emissionshandel einiges zu bewegen in Europa. Aber wenn das jetzt nicht gelingt, müssen wir über die Frage diskutieren, was machen wir dann auf nationaler Ebene? So, und auch da gucke ich ein Stück weit in die Vorschläge, gucke ich in den Koalitionsvertrag. Da höre ich jetzt neuerdings, ja, der Emissionshandel soll reformiert werden. Im Koalitionsvertrag steht leider exakt das Gegenteil. Was gilt denn da jetzt? Was ist denn da jetzt der Punkt? Was tut diese Regierung? Das kann ich an der Stelle einfach nicht nachvollziehen. So, und dann zum Thema Energieeffizienz. Ich will das auch mal vorwegstellen, bevor ich dann gleich noch zwei, drei Sätze zum EEG sage. Weil ich finde, ich habe ja gedacht, jetzt kommt eine große Koalition und dann ist man als Grüner nie begeistert, aber man denkt ja, an ein paar Punkten werden die einfach was setzen, weil auch eine große Koalition kann ja an bestimmten Feldern etwas bewegen, wo die Gegensätze dann vielleicht nicht da sind. Und bei Effizienz, ich mache 20 Jahre lang Energiepolitik, ich kenne keine Veranstaltung, wo ich schon mal irgendjemanden erlebt hätte, der gegen Effizienz wäre, bis heute Morgen. Heute Morgen ist was anderes passiert. Ich sage da gleich was zu. Aber dann guckt man in diesen Koalitionsvertrag und dann sieht man, Energieeffizienz ist die zweite Säule der Energiewende, steht da. Große Wort. Und dann denkt man, jetzt kommt es, jetzt kommt es. Und dann steht zwei Sätze weiter der Satz, die bisherigen Programme haben sich bewährt. Und dann steht wieder zwei Sätze weiter der Satz, die EU-Energieeffizienzrichtlinie wird sachgerecht umgesetzt.
Also wenn Politiker, und ich bin selber einer, in einen Vertrag schreiben, irgendetwas wird sachgerecht umgesetzt, dann hat es mindestens einen gegeben, der es nicht sachgerecht umsetzen wollte. Und dass dass in einer großen Koalition offensichtlich diskutiert worden ist, dass man geltendes EU-Recht an der Stelle unterlaufen wollte oder gar nicht erwähnen wollte oder was auch immer, ist für mich ein Hinweis, dass das schön ist, was Rainer Barke ganz zum Schluss gesagt hat, dass er da was tun will. Ich setze da auch auf ihn. Aber mir fehlt bisher der Glauben. Und heute Morgen habe ich da bei einer anderen Veranstaltung erlebt, wie ein Koalitionsabgeordneter jetzt auf einmal argumentiert und sagt, und da wird die Kostendebatte ad absurdum geführt, der sagt, wir müssen keine Effizienz im Strombereich machen. Ganz im Gegenteil, wir müssen die Leute anregen, dass sie mehr verbrauchen, weil wir wollen ja, dass mehr Zahler da sind, die die EEG-Umlage zahlen. So, und wenn, also ich glaube, das ist sicherlich nicht Rainer Barkes Position, auch nicht Position der Bundesregierung, aber wenn das in den Köpfen davor geht, dann habe ich große Sorge, was wir da in Debatten im Bundestag erleben. So, und dann zum Thema EEG. Selbstverständlich ist es so, dass wir eine EEG-Reform brauchen. Überhaupt keine Frage. Das ist eine Erfolgsgeschichte und wir sind jetzt in der Phase nach der Systemeinführung über 25 Systemdurchdringungen und da muss man mit anderen Instrumenten arbeiten, da muss man drauf gucken, völlig klar. Und ich bin mit Rainer Barke völlig einer Meinung. PV und Wind an Land sind die Gewinner. Und sie sind so die Gewinner, dass es die Wind an Land die günstigste Form ist, inzwischen eine Kilowattstunde zu erzeugen. Die günstigste Form, eine Kilowattstunde erzeugen und dann externe Kosten nicht mehr alles nicht mehr eingerechnet. So, dann verstehe ich es aber nicht. Und das will auch mir nicht im Kopf. Und das, ich habe viel auch bei Agora-Papiere gelesen, warum wir dann ausgerechnet diese Form der erneuerbaren Deckel. Das will ich und kann ich nicht verstehen. Ich könnte es dann verstehen, wenn wir bei 50-60% wären in der nächsten Phase. Da muss man in der Tat darüber nachdenken. Ich bin auch selbstverständlich damit einverstanden und finde es richtig, dass man eine Steuerung macht. Aber ich halte eine Mengensteuerung für falsch. Und ich will jetzt nicht den Begriff der Planwirtschaft benutzen, weil wie dieser Deckel dann wirken und ausgestaltet werden soll, das ist mir immer in seinen konkreten Auswirkungen noch nicht klar. Aber ich finde da das richtig, dass wir eine Preissteuerung machen. Selbstverständlich haben wir in Deutschland Standorte, gute Standorte, wo die Vergütung im Moment zu hoch ist. Das bestreitet auch niemand und da muss man auch ran. Aber wir wollen in ganz Deutschland, auch im Süden, einen Ausbau haben, wenn schon Herr Seehofer das nicht will, aber dann wenigstens in Baden-Württemberg an den Standorten, weil die wollen es und das muss möglich sein. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da überzeugt mich das, was ich bisher an Eckpunkten gelesen habe und das, was ich gestern dann an einem ersten Referentenentwurf gesehen habe, bisher noch nicht. Und es geht ja dann so weit, selbst wenn man Rainer Barke oder Sigmar Gabriel dann vielleicht sagen, naja, 2500 Megawatt, das ist ja auch schon mal was, dann höre ich jetzt, nee, das ist eigentlich brutto, da ist das Repowering mit drin. Also da ist allein das, was in Schleswig-Holstein möglich wäre, deckt da schon vieles ab. Und wenn ich dann mir noch anhöre, was dann Koalitionsabgeordnete zu dem Thema sagen und sagen, aber einem Standort, der dann unter diesem Referenzertrag liegt, ein schlechterer Standort, der soll gekappt werden, dann habe ich da insgesamt große Sorge. Dann finde ich, das führt zu dem Punkt, und auch das war gestern im Ausschuss sehr deutlich von Sigmar Gabriel, und das unterscheidet sich auch ein Stück weit von dem, was Rainer Barke gerade hier gesagt hat. Wenn man sich diese Zahlen zugrunde legt, dann führt das dazu, dass der erneuerbaren Ausbau, und bei PV haben wir ja schon Deckel, den eigentlich ich dafür sinnvoll halte, weil die auch günstig geworden sind, dass man den eigentlich jetzt langsam abschaffen könnte, weil wenn das die günstigste Form ist, warum deckeln wir dann weiter die PV? Aber sei es drum, wenn diese Erneuerbaren so gedeckelt werden, führt das dazu, dass von heute angerechnet in Zukunft der wegfallende Atomstrom durch die Abschaltung der Atomkraftwerke nicht mal mehr durch den Zubau der Erneuerbaren ausgeglichen werden kann. So, und das ist für mich auch eine Frage der Akzeptanz der Energiewende, wenn wir plötzlich sagen, naja, da schalten wir die Atomkraftwerke ab, aber es gibt, und das ist die andere Botschaft dann an der Stelle, offensichtlich, und das hat Sigmar Gabriel auf meine Nachfrage hin sehr klar gestern bestätigt, einen Bestandsschutz für fossile Kraftwerke. Und ich sage an der Stelle auch, es muss, wenn wir Energiewende machen wollen, auch ein Stück, auch
müssen wir darüber reden, wie kommen wir von diesen alten Kohlekraftwerken, wie kommen wir von diesen ineffizienten Anlagen weg? Denn es kann nicht sein, in meiner Heimat, ich komme aus dem Rheinland, aus dem rheinischen Braunkohlerevier, da laufen Kraftwerke, die sind fast 50 Jahre alt. Wenn Sie so etwas im Keller hätten als Heizungsanlage, da käme der Schornsteinfeger und würde das sofort stilllegen. Und ich finde, da muss man dran, da muss eine Bundesregierung sich dann kümmern. Ich will noch zwei kurze Punkte sagen. Das eine ist das ganze Thema Bürgerenergie. So, wir haben Treiber der Energiewende. Bisher waren Privatpersonen, kleine Unternehmen, die das vorangebracht haben. Und ich finde, das ist ein Wert an sich. Und das ist ein Teil dessen, der Erfolgsgeschichte der deutschen Energiewende, dass man hier eine ganz andere Wertschöpfung und auch Akzeptanz geschaffen haben. Und das muss man erhalten. Das sagen alle, da kommt natürlich niemand an und sagt, wir machen das kaputt, wir zerstören die Bürgerenergie. Nur das, was ich an Vorschlägen habe, verpflichtender Direkt, da höre, verpflichtender Direktvermarktung, was da kommt, da muss man sehr genau reingucken und da muss man eine Debatte führen. Ich glaube, da ist an vielen Stellen, ich will da jetzt in den 7 Minuten, kann ich da nicht im Detail drauf eingehen, glaube, dass da noch einiges zu tun ist. Man muss über neue Vermarktungsformen reden, selbstverständlich. Aber einfach nur zu sagen, wir machen da jetzt verpflichtende Direktvermarktung und dann ist das alles gut und dann haben wir Markt, das halte ich an der Stelle für zu wenig. Und dann zum letzten Punkt, Kapazitätsmärkte. Ich habe mich bei den Grünen da oft unbeliebt gemacht, weil ich sehr früh, Rainer Barke weiß das, sehr früh gesagt habe, wir müssen über diese Frage reden. Wir müssen einfach die Antwort finden, was ist, wenn die Sonne nicht scheint und der Wind nicht weht und wenn das zueinander gebracht werden, die schwankenden Formen der Erneuerbaren. Und habe mich dafür eingesetzt, dass wir da ein Modell entwickeln. Wir nennen das Flexibilitätsmarkt. Und Rainer Barke hat das gerade eben beschrieben, da könnte ich fast eine Unterschrift runtersetzen, wie es sein muss, weil wir brauchen flexible Kraftwerke, wir brauchen Lastmanagement, wir brauchen Speicher und müssen da einen Anreiz schaffen, dass die in den wenigen Stunden, wo die laufen, wo die entschwankenden Erneuerbaren und den Verbrauch ausgleichen, dass die dann eine Kapazitätsprämie kriegen. Nur, was ich aus der Großen Koalition höre, was ich da lese im Koalitionsvertrag, was ich an Papieren bekomme, ist ein buntes Mischmasch zwischen strategischer Reserve und Vorhalteprämien für alle Kraftwerke. Ich wäre froh, wenn wir da hinkommen, was Rainer Barke gesagt hat. Aber alle Signale laufen eher im Moment darauf hinaus, dass, und das, da wird Frau Müller jetzt wahrscheinlich gleich ein Stück weit unter die Decke gehen, aber dass es hier um einen Bestandsschutz von Investitionen geht, die man möglicherweise vielleicht in den letzten Jahren auch fälschlicherweise gemacht hat. Das kann aber nicht sein, sondern ein Kapazitätsmarkt muss dazu dienen, dass die Gaskraftwerke, die im Moment stehen, dass die ein Stück weit in den Markt kommen. Wir müssen Speicher darüber anreizen, wir müssen Lastmanagement darüber anreizen. Und das ist die zentrale Herausforderung, um einen neuen und weiteren Schritt in Richtung Strommarktdesign, Energiewende 2.0 zu schaffen. Danke. Vielen Dank, Oliver. Jetzt Rainer Barke, der vorhin schon angekündigt hat, dass er gegen 11.30 Uhr gehen muss. Wir diskutieren dann ohne ihn weiter, aber soll jetzt zumindest die Gelegenheit kriegen, auf einige der Kernkritikpunkte einzugehen. CO2-Klimaziele, Kohleausstieg, Energieeffizienz, Deckelung Wind, Bürgerenergie, genug Stoff. Also zunächst einmal denke ich, sollten wir uns alle noch mal vergegenwärtigen, warum wir hier eigentlich hier sitzen und über Energiewende reden. Der Ausgangspunkt war die Feststellung, dass wir ein nicht nachhaltiges Stromerzeugungssystem oder Energieerzeugungssystem haben. Das ist die eigentliche Motivation, warum wir diese ganze Veranstaltung machen. Wir wollten die atomaren Risiken beseitigen, auch die Risiken, die über viele, viele Jahrzehnte zukünftige Generationen tragen müssten. Und zweitens, wir wollten das Problem beseitigen, dass durch eine fossile Energienutzung unsere Atmosphäre als kostenlose Deponie genutzt wird und wir damit einen Beitrag liefern zur globalen Veränderung unseres Klimas. Das ist der Ausgangspunkt aller Motivationen, warum ich mich in dieser Frage seit Jahrzehnten engagiere und warum wir jetzt darüber reden, wie wir diese Energiewende, die wir in der ersten Phase sehr erfolgreich geschafft haben, jetzt in der nächsten Phase, wo im Stromsektor die Erneuerbaren zur dominierenden Quelle werden, auch zu einem entsprechenden Erfolg führen müssen, und zwar in einer Form, dass das nicht andere Länder abschreckt, sondern andere Länder nachdenklich macht und sie vor die Frage stellt, wollen wir eigentlich
unser Stromsystem nicht auch in ähnlicher Weise umbauen, wie die Deutschen das gemacht haben. Das ist der Ausgangspunkt der ganzen Debatte. Wir haben 2015 eine sehr entscheidende internationale Klimakonferenz in Paris. Und es ist jetzt von fundamentaler Bedeutung, wie sich Europa in dieser Frage aufstellen wird. Ich bin da nicht so pessimistisch wie viele andere. Ich halte einen Deal in Paris für möglich. Ich halte ihn für möglich, weil ich glaube, dass inzwischen sowohl die USA als auch China ernsthaft dabei sind, darüber nachzudenken, etwas zu tun. Das war ja der zentrale Grund, warum es in Kopenhagen nicht möglich war. Und ich wünsche mir sehr, dass in dieser Situation Europa nicht die Chance verspielt, hier als ein Mittler eines solchen globalen Klimadeals aufzutreten. Und die Weichenstellungen, die da jetzt erforderlich sind, die passieren jetzt. Die passieren jetzt, nämlich mit der Frage, welche Ziele setzt sich Europa eigentlich für 2030? Und die Bundesregierung hat sich an dieser Stelle massiv dafür eingesetzt, erstens für 2040 -40%. Sie kennen die Debatte, wie andere Länder in Europa das teilweise vehement bekämpfen, insbesondere unsere polnischen Freunde. Und zweitens für ein verbindliches Ziel für erneuerbare Energien und drittens für ein verbindliches Effizienzziel. Ich glaube nicht, dass beim Europäischen Rat, der in wenigen Wochen tagen wird, das jetzt alles schon so unter Dach und Fach kommt, weil auch ich im Moment viele Gespräche mit europäischen Nachbarn führe. Ich glaube, wir sind noch nicht so weit. Aber ich hoffe sehr, dass wir das hinbekommen, noch vor der Sommerpause entsprechend hier in Europa zu verabreden, damit wir nach Paris gehen können mit einer anspruchsvollen Agenda, weil das aus meiner Sicht von fundamentaler Bedeutung ist. Und in den vielen Gesprächen, die ich im Moment mit den Nachbarn führe, geht es natürlich darum, Sie wissen, dass die Prioritäten in Europa sich ziemlich verschoben haben. Wir haben nach dem damaligen IPCC-Report 2007 eine gigantische Klimadebatte gehabt. Da war große Euphorie da. Inzwischen haben wir eine Situation, dass sehr viele andere Prioritäten haben, nämlich ökonomische Entwicklung und die Klimaagenda auf die zweite Stelle gerutscht ist. Und viele gucken von außen auf Deutschland drauf und sagen, es ist ja viel zu teuer, was ihr da macht. Guckt euch das an. Ihr zahlt riesen Stromrechnungen für die Förderung der Erneuerbaren. Das können wir uns nicht leisten. Wir wollen das nicht entsprechend übernehmen. Und es ist für einen polnischen Regierungsvertreter von fundamentaler Bedeutung zu hören, dass das ja alles richtig ist, was die Vergangenheit betrifft. Die Lernkurve war ziemlich teuer. Da haben wir über alle Technologien hinweg 17 Cent hier bezahlt für die 150 Terawattstunden. Das sind die 25%, die wir jetzt Stromerzeugung haben. 17 Cent im Schnitt. Aber wir können das in Zukunft wesentlich günstiger machen. Wenn wir uns 100% auf Wind und PV konzentrieren könnten, könnten wir es für unter 10 Cent machen. Dass wir das jetzt nicht schaffen, ist, weil da politische Kompromisse gemacht werden müssen. Einmal bei der Biomasse, die haben wir massiv jetzt zusammengeschränkt, aber sie ist natürlich immer noch da. Und der andere große Kostenblock ist Offshore. Ja? Das sind die beiden, die dann dazu führen, dass wir das jetzt in der nächsten Phase in Anführungsstrichen nur für 12 Cent hinkriegen. In den ersten 25% waren 17 Cent, jetzt schaffen wir es für 12 Cent. Und das ist die Geschichte, die wir außerhalb erzählen müssen. Die ist von so großer Bedeutung, weil wir ansonsten es erstens in Europa nicht schaffen und zweitens auch ansonsten auf der globalen Ebene nicht vorankommen mit entsprechenden Bemühungen, hier zu einem Deal zu kommen bei dem Klimathema. Es wird jetzt nicht mehr so sehr im Vordergrund stehen, das Burden Sharing, sondern wir müssen jetzt eine Geschichte erzählen. Jetzt geht es um Opportunity Sharing, das heißt darum, dass wir jetzt auch ernten, was teilweise die Stromkunden in Deutschland an Technologieentwicklung und an Lernkurven in den letzten Jahren bezahlt haben. Das erst einmal vorweg. Der zweite Punkt ist, wenn ich mir die Debatte hier in Deutschland anschaue, dann haben über alle Parteigrenzen hinweg doch sehr viele eine sehr nationale Debatte geführt. Und ich halte das, jetzt können wir lange reden über die Vergangenheit, jedenfalls für nicht mehr verträglich für die Zukunft. Und bei allen Gelegenheiten sage ich, wir wollen als Bundesregierung, und hier spreche ich ausdrücklich für meinen Minister und selbstverständlich für mich, wir wollen diese Energiewende im europäischen Binnenmarkt in enger Kooperation mit unseren Nachbarstaaten
und auch in enger Kooperation mit den europäischen Institutionen weiterentwickeln. Was wir hier machen, hat Auswirkungen auf unsere Nachbarn. Wir haben Riesenchancen in diesem internationalen Stromhandel. Alles wird teurer, wenn wir das rein national machen. Und deshalb sind wir gut bemüht, gut beraten, uns mit unseren europäischen Nachbarn an dieser Stelle auch auf eine gemeinsame Strategie zu verständigen und auch mit den europäischen Gremien klarzukommen. Ich glaube nicht, Oliver, dass die Koalitionsvereinbarung der ausschlaggebende Punkt war für das Vertragsverletzungsverfahren. Das war das EEG 2012. Darauf bezieht sich ja auch die entsprechende, jetzt das entsprechende Verfahren der Kommission. Und das ist jetzt sehr ärgerlich, weil das jetzt uns in diese Situation gebracht hat, ist auch nicht zu ändern. Und man muss sich jetzt an der Stelle mal anschauen, was in der Verfügung der Kommission drinsteht. Die Kommission hat das EEG geprüft, ist dabei zu dem Ergebnis gekommen, erstens ist eine Beihilfe, anders als das vor 10 Jahren eingeschätzt wurde. Sie hat dann die Fördertatbestände geprüft, ist dabei zu dem Ergebnis gekommen, ist eine Beihilfe, aber die ist gerechtfertigt, weil es europäische Ziele gibt bei den Erneuerbaren und Überförderung nicht in den Augen der Kommission stattfand. Und dann hat sie die Privilegierungstatbestände geprüft und hat gesagt, das ist auch eine Beihilfe, aber die ist nicht gerechtfertigt nach ihrer vorläufigen Einschätzung. Und deshalb haben wir jetzt das Verfahren. Und das Ergebnis dieses Verfahrens ist, dass wir keine Bescheide mehr ausstellen können. Wir sind jetzt auf Gedeih und Verderb darauf angewiesen, dass wir uns mit der Kommission verständigen. Und wenn ich jetzt an deiner Stelle wäre, Oliver Krischer, würde ich das jetzt auch kritisieren, dass das jetzt alles nicht transparent ist. Aber ich glaube, das sind so schwierige Verhandlungen, die an dieser Stelle geführt werden müssen, dass das jetzt zunächst einmal nur hinter verschlossenen Türen geht. Am Ende muss aber ein Ergebnis stehen. Und das Ergebnis wird natürlich nicht sein, dass das, was 2012 als Privilegierung im Gesetz steht, auch in Zukunft von der Kommission akzeptiert wird. Also da warne ich vor allen Illusionen. Es wird an dieser Stelle Veränderungen geben. Es wird eine Konzentration geben müssen auf diejenigen, die wirklich im internationalen Wettbewerb stehen und die energieintensiv sind und für die eine entsprechend hohe EEG-Umlage schlicht und einfach das Aus hier bedeuten würde. Es muss diese Regelung geben. Aber jetzt passiert noch etwas Zweites, und das gehört eben auch zu dem Europathema. Die Europäische Kommission schreibt im Moment das Beihilferecht fort. Das heißt, das, was jetzt bei der Prüfung des EEG 2012 passiert ist, das gilt nicht mehr für die Zukunft. Und da bitte ich jetzt alle mal, sich sehr genau mit dem zu beschäftigen, was da in dem neuen Beihilferecht der Kommission drinsteht. Da stehen nämlich Sachen im Moment drin, im Entwurf, da können wir alles das, was jetzt hier diskutiert und kritisiert wird und so weiter und so fort, in die Papiertonne schmeißen. Alles. Ja? Das heißt, wir haben hier an mehreren Fronten jetzt zu kämpfen. Wenn ich sage Kooperation mit den Europa, das ist das keine Einbahnstraße, dass wir das tun, was die Kommission möchte oder das, was Nachbarn möchten, sondern das heißt, dass wir uns einbringen und an dieser Stelle für eine Fortsetzung unserer Energiewende kämpfen. Das brauchen wir ganz dringend. Und das ist etwas, was möglicherweise auch der deutsche Gesetzgeber jetzt lernen muss. Er ist jetzt nicht mehr allein. Vorher hat man den Deal gemacht zwischen dem Bundestag und dem Bundesrat. Nein, wenn das, was wir jetzt hier vorlegen werden als EEG-Novelle, nicht kompatibel ist mit dem europäischen Beihilferecht, dann wird es nicht in Kraft treten. Da kann sich ein Vermittlungsausschuss auf noch was einigen. Es wird kein geltendes Gesetz werden in Deutschland. Das heißt, wir haben auf der einen Seite die Privilegierung, die ja, selbst wenn wir das EEG stoppen würden, in derselben Größenordnung noch da wäre, weil wir die Lasten der Vergangenheit ja abzubezahlen haben. Also das würde daran gar nichts ändern. Wir können aber auch unseren Förderrahmen nicht fortschreiben, wenn wir nicht an dieser Stelle jetzt dafür sorgen, dass wir vernünftige Beihilfevorschriften in Europa bekommen und das, was wir hier machen, sich in diesen europäischen Rahmen hineinpasst. Und da sind einige von den Punkten, die wir jetzt machen, ganz, ganz wichtige Signale an die Kommission. Wir machen die Direktvermarktung aus Überzeugung, aber ich sage Ihnen auch, ohne die Direktvermarktung wird kein EEG hier in Deutschland in Kraft treten. Wir sagen auch ganz deutlich, dass wir jetzt noch einige Jahre mit den Einspeisevergütungen und der Marktprämie, also Differenz zwischen Marktpreis und Einspeisevergütung, arbeiten werden. Aber diese Zeit wird zu Ende gehen. Wir werden jetzt sehr schnell uns hinsetzen und entsprechende Ausschreibungsmodelle entwickeln. Das werden wir ausprobieren bei den Freiflächen-PV-Anlagen.
Und dann werden wir das anschließend für die anderen Bereiche ebenfalls einführen. Es ist in Ordnung gewesen, dass in der ersten Phase der Energiewende der Gesetzgeber über die Einspeisevergütung entschieden hat. Aber in Zukunft wird es auch in diesem Bereich zusätzlichen Wettbewerb geben müssen. Und wenn Sie mich jetzt fragen, wie sieht das dann aus mit den Ausschreibungen, dann sage ich Ihnen ganz offen, das wissen wir heute noch nicht. Deshalb machen wir jetzt erst entsprechende Probeausschreibungen im Bereich der Photovoltaik und dann werden wir eine breite Diskussion darüber führen, was wir eigentlich ausschreiben wollen. Wollen wir Vergütung pro Kilowattstunde ausschreiben oder wollen wir Kilowatt ausschreiben? Das sind ganz wichtige Fragen, die wir an dieser Stelle klären müssen und das werden wir transparent machen. Darüber wollen wir eine Debatte, damit dieser wichtige Schritt nicht dann anschließend dazu führt, dass möglicherweise ungewollte Nebeneffekte auftreten, die wir gar nicht beabsichtigt haben. Also wir sind hier jetzt in einem wirklichen Umbau. Und diejenigen, die glauben, es könnte jetzt die nächsten 13 Jahre, 14 Jahre alles so weitergehen, wie wir das EEG seit 2000 gehabt haben, denen muss ich schlicht und einfach sagen, selbst wenn wir es wollten, es ginge nicht. Es ist wichtig, jetzt diesen Prozess richtig zu gestalten und mit Europa und mit den europäischen Nachbarn zusammenzuarbeiten, um da zu einer Lösung zu kommen. Und Herr Professor Töpfer, ich höre ja gerne und ich würde mich ja wirklich freuen, wenn wir da zu einem entsprechenden Ergebnis kämen, dass wir eine Entlastung bekommen bei der Lernkurve, die wir in den letzten 20 Jahren aufgebaut haben. Ich verhehle nicht, dass ich da ein bisschen skeptisch bin, weil es funktioniert ja nur, wenn wir dann einen Teil der heutigen Belastung, die wir jetzt jedes Jahr bezahlen, in Kredite umwandeln und uns dann einen Mechanismus einfallen lassen, wie wir in der Zukunft diese Kredite abzahlen. Wir werden diese Vorschläge alle, Ihren und auch die anderen, die im Moment präsentiert werden, auswerten. Wir werden natürlich genau gucken, welche Effekte hat das, was können wir da tatsächlich als Entlastung erwarten. Und wenn das ein Modell ist, das funktioniert, das auch mit unserer Schuldengrenze kompatibel ist, dann wird es eine hohe Bereitschaft meines Ministers geben, das auch entsprechend zu machen und auf den Weg zu bringen. Nur wir müssen vorher überzeugt sein, dass der Effekt auch eintritt. Bei den Windkraftanlagen sehe ich im Moment, dass die ziemlich genau nach 20 Jahren abgeschaltet werden. Bei den PV-Anlagen wird das hoffentlich anders sein. Die werden hoffentlich 30 oder 40 Jahre Strom produzieren. In dem Bereich ist was drin. Bei den Biogasanlagen, glaube ich, sind allein die Brennstoffkosten so hoch, dass die nach 20 Jahren nicht weiter betrieben werden. Wenn wir sie dann noch zusätzlich belasten, um zu sagen, das ist aber jetzt ein Rückzahlungsbeitrag für diese Lernkurve, habe ich erhebliche Zweifel, auf die reinkommen. Das heißt, wir werden uns genau angucken, was kriegen wir denn an Finanzvolumen da zusammen und ist das ein nennenswerter Betrag? Aber nochmal, wir gehen da ohne jede Vorurteile an diese Prüfung ran. Wir schauen uns das an und wenn es funktioniert, dann werden wir das auch machen. Letzte Punkte dann noch zu dem Thema Ausbaukorridor. Es gibt keinen Deckel. Ich kann nichts dafür, dass diejenigen, die die PV-Regelung in der letzten Legislaturperiode erfunden haben, das einen atmenden Deckel nennen. Aber es gibt keinen Deckel. Die Diskussion, die wir geführt haben, und das ist die Lage, vor der wir gestanden haben, die Koalition hat beschlossen, einen verbindlichen Ausbaukorridor. Die Grundsatzidee halte ich für richtig. Ja, also das wissen auch diejenigen, die im Rat der Agora sind. Das war der erste Punkt unserer Empfehlung, die wir gesagt haben, lasst uns einen Ausbaukorridor beschreiben, weil dieses rein in die Kartoffeln und raus aus den Kartoffeln, das hat niemandem geholfen. Gucken Sie sich an, was mit der PV-Industrie in Deutschland passiert ist. Auf der einen Seite ist die Umlage explodiert, auf der anderen Seite hat es dann erhebliche Schwierigkeiten gegeben bei den Anlagenbetreibern. Da gab es mehr als einen Grund, das weiß ich, aber allen ist gedient, wenn wir einen kontinuierlichen Ausbaufahrt bekommen. Über die Steilheit dieser Ausbaukurve kann man politisch streiten. Da muss man politisch drüber streiten. Dass der bei 100% Erneuerbaren 2030 landet, also das würde ich nicht empfehlen. Aber dass man darüber streiten kann, ob 40-45% oder vielleicht 50-55% 2025 richtig ist, das ist die politische Debatte, die in diesem Land geführt werden muss. Das ist auch völlig unstreitig. Ich habe mich entscheiden müssen, ob ich das mache oder nicht, fühle mich jetzt der Koalitionsvereinbarung verpflichtet und dann gibt es zwei Möglichkeiten, wie Sie diesen Ausbaukorridor einhalten. Nämlich einmal können Sie über eine wirkliche Mengensteuerung gehen. Und diese Vorschläge lagen ja auf dem Tisch, dann machen Sie Listen. Man kann in der Schweiz angucken, wie das mit der PV passiert.
Da gibt es dann, was weiß ich, 2,5 Gigawatt dürfen gebaut werden, Sie dürfen die Projekte anmelden. Und wenn dann 2,5 erreicht sind, kommen Sie auf eine Liste und Sie wissen nicht, wann Sie zum Zuge kommen in der Zukunft. Wenn es Installationen auf dieser Liste gibt, heißt das ja erst einmal, dass die Einspeisevergütung eigentlich zu hoch ist. Weil eigentlich wollen wir sie ja so festlegen, dass 2,5 Gigawatt gebaut werden. Das heißt, Sie haben erstens eine Riesenverunsicherung der Investoren, weil die gar nicht wissen, ob sie mit dem Projekt, wenn sie dann fertig sind, überhaupt zum Zuge kommen. Und wenn es eine Liste gibt, haben sie eigentlich sogar zu viel bezahlt. Und deshalb haben wir uns dagegen entschieden. Wir machen eben genau keine Mengensteuerung in diesem Sinne, sondern wir haben gesagt, wir machen Preissteuerung. Wir definieren einen Korridor, da gibt es einen mittleren Pfad und wenn der nach unten oder nach oben überschritten wird, was ja passieren kann, das kann ja niemand jemand daran hindern, eine Anlage dann nach diesen Konditionen in Betrieb zu nehmen oder auch niemand daran hindern, sie nicht zu bauen. Wenn es also eine Unterschreitung oder Überschreitung gibt, dann hat das Auswirkungen auf die Degression, also auf die Kostenabsenkung der, oder die Einspeisevergütungsabsenkung in den zukünftigen Jahren. Und was wir dann bekommen, ist so ein Effekt, dass wenn in der Tat jetzt wesentlich mehr Anlagen gebaut würden, als das in dem Korridor vorgesehen wird, dann können die selbstverständlich ans Netz gehen, die kriegen auch ihre Vergütung, alles ist da nicht das Problem. Aber für die Anlagen, die dann später kommen, gibt es eine entsprechend stärkere Degression. Das ist das System dieses atmenden Deckels, der streng genommen überhaupt kein Deckel ist. Und das ist der Mechanismus, der nach allen Varianten, die wir durchgeprüft haben, glaube ich, auch für die erneuerbare Industrie, der am allerverträglichsten ist, von, wenn Sie ihn jedenfalls vergleichen mit allen anderen Instrumenten. So, ich hoffe, dass ich an dieser Stelle da jetzt für ein bisschen Klarheit sorgen sollte. Wir sind jetzt im Moment in der Situation, dass bei uns im Haus Entwürfe abgestimmt werden. Es wird in kürzerer Zeit dann einen entsprechend vom Minister gebilligten Referentenentwurf geben. Dann gehen wir in die Anhörung, in die Ressortabstimmung. Und nach der Ressortabstimmung gehen wir dann in die öffentliche Anhörung. Wir machen das diesmal vom Verfahren her ziemlich anders als die letzten EEG-Novellen. Einige können sich ja noch daran erinnern, dass sie dann am Freitagabend Papiere bekommen haben, mit der Bitte, bis Montagmorgen Stellung zu nehmen. Das wollen wir explizit nicht so machen, sondern wir arbeiten sehr schnell, das ist richtig, das ist auch volle Absicht, aber wir wollen ausreichend Zeit geben, auch für die öffentlichen Anhörungen, damit hier der Sachverstand der Gesellschaft eingebracht werden kann. Und wir werden auch etwas völlig anders machen als die letzten EEG-Novellen. Wir werden auch in dem ersten Durchgang den Bundesrat beteiligen. Das heißt, es wird vom Verfahren her so laufen, am 8. April wird das Kabinett entscheiden und dann hat der Bundesrat 6 Wochen Zeit, zu diesem Kabinettsentscheid Stellung zu nehmen. Dann geht er zurück ins Kabinett, dann werden wir uns anschauen, was im Bundesrat mehrheitsfähig ist und was nicht mehrheitsfähig ist. Und da wir ein Vermittlungsverfahren vermeiden wollen, wird es an dieser Stelle dann eine Abschätzung geben, an welchen Stellen muss man jetzt Kompromisse eingehen und wo nicht. Und mit diesem zweiten Kabinettsbeschluss geht dann das Gesetz in den Deutschen Bundestag. Dass es da von den Fraktionen vorher schon eine erste Lesung gibt, ist unschädlich. Aber wichtig ist, der Bundesrat wird beteiligt. Wir werden uns genau anschauen, was da mehrheitsfähig und was nicht mehrheitsfähig ist im Bundesrat. Auf der Grundlage gibt es einen zweiten Kabinettsbeschluss und dann geht das Gesetz in den Bundestag. Es wird auch da sicherlich eine Anhörung dazu geben. Und nach dem Abschluss, voraussichtlich im Juni, wird dann der Bundesrat ein zweites Mal beteiligt. Aber bei dieser zweiten Beteiligung geht es ja dann um die Frage, Vermittlungsausschuss ja oder nein. Und den Vermittlungsausschuss wollen wir vermeiden. Weil der Vermittlungsausschuss hat in der Vergangenheit dazu geführt, dass hinter verschlossenen Türen plötzlich Dinge diskutiert worden sind, die niemals vorher öffentlich debattiert worden sind. Ich halte das für eine politische Gesellschaft eigentlich auch für ein Unding, dass da plötzlich dann Dinge auftauchen, für die niemand vorher mal den Kopf hinhalten musste. Also wir wollen diesen Vermittlungsausschuss, wenn es geht, unter allen Umständen vermeiden, weil wir werden dann die Zeit nach der Sommerpause brauchen, damit auch die entsprechenden Vorschriften umgesetzt werden können. Also bei der Ausgleichsregelung wollen ja die Unternehmen dann auch die Gelegenheit haben, Anträge zu stellen. Die müssen auch geprüft werden und beschieden werden, weil ansonsten am 01.01.2015 das eintritt, was ich gesagt habe, nämlich volle EEG-Umlage. Und auch das wird einer der Punkte sein, vor dem der Bundesrat steht. Ich glaube, dass der Bundesrat auch kein Interesse daran hat, dass dieses Verfahren jetzt wie ein Kaugummi sich hinzieht und wir in ein Vermittlungsverfahren in der Sommerpause kommen und dann September, Oktober erst Bundestag und Bundesrat darüber entscheiden können. Dann läuft uns die Zeit weg. Also das ist eine sehr ehrgeizige Zeitplanung,
Aber diese ehrgeizige Zeitplanung wird nicht zulasten der Beteiligung der Länder gehen. Sie wird nicht zulasten einer öffentlichen Anhörung gehen. Und fragen Sie mich mal im halben Jahr, ob das funktioniert hat oder nicht. Dann sprechen wir uns wieder. Vielen Dank, Rainer. In der Tat ein extrem ambitionierter Zeitplan für ein so komplexes Unterfangen, aber manchmal ist es ja auch ganz gut, wenn man einen klaren Zeitrahmen hat, weil das natürlich auch die Debatte fokussiert. Bleibst du noch einen Moment? Nein, ich muss jetzt weg. Alles klar, dann verabschieden wir dich in Ehren. Vielen Dank. Ich wünsche noch eine schöne Veranstaltung. Und viel Erfolg. Wir haben jetzt noch eine halbe Stunde und ich würde gerne die Diskussion auf dem Podium auf zwei Fragen konzentrieren, die wir jetzt nicht parallel, sondern hintereinander weg diskutieren sollten. Wir haben ja im Laufe des Tages noch sehr viel Gelegenheit in vielen Foren und Gesprächsrunden, die Fragen, die sich jetzt stärker auf EEG-Reform beziehen, zu vertiefen. Also die sagen, jetzt auf nationaler Ebene in den nächsten Monaten entschieden werden müssen. Ich würde deshalb gerne nochmal die Diskussion auf zwei andere Aspekte erweitern, die meines Erachtens für den Erfolg dieses Projekts mit entscheidend sind. Das eine ist die internationale Dimension. Komme ich gleich darauf zurück. Und das zweite ist die berühmte Governance- oder Steuerungsfrage. Die ist auch verschiedentlich in Beiträgen schon aufgeklungen. Fangen wir mal mit dem ersten an. Es waren sich jetzt im Grunde alle einig, die gesagt haben, wir dürfen das nicht mit nationalen Scheuklappen diskutieren. Wir brauchen eine stärkere europäische Einbettung der Energiewende. Wir brauchen ambitionierte europäische Klima- und Energieziele. Das Stichwort Klimagipfel 2015 ist gefallen als ein wichtiger Referenzpunkt, ob es gelingt, sich global auf verbindliche Reduktionsziele für CO2 zu verständigen und auf einen fairen Lastenausgleich. Ich will noch mal einen anderen Aspekt mit in die Diskussion einbringen. Herr Lösch hat einen kurz angetippt. Ich meine, bis vor nicht allzu langer Zeit sind wir ja davon ausgegangen, dass die globalen Rahmenbedingungen für die Energiewende in groben Strichen so aussehen, dass wir eine zunehmende Verknappung von fossilen Energiereserven sehen werden, vor allem Öl, also Peak Oil, war ja mal eine Zeit lang hoch im Kurs, und dass wir es mit Unterschwankungen, aber doch einem stetigen Anstieg von Kosten für fossile Energien zu tun haben werden, global. Und diese Prämissen, die sind ja keineswegs mehr unumstritten. Wir erleben gerade eine neue Welle der Erschließung von fossilen Energiereserven. Ob das Shale-Gas und Shale-Oil ist oder ob das die Erschließung neuer Tiefseevorkommen für Öl betrifft, bis hin zu den Teersenden in Kanada. Kohle ist zurzeit auf dem Weltmarkt billig wie Dreck. Die Gaspreise in den USA sind so etwa ein Drittel von denen in Europa. Und der Industriestrompreis an den europäischen Strombörsen, und da haben wir es mit einem europäischen Markt zu tun, der liegt so, wenn ich das richtig sehe, etwa bei 4 Cent in der Kilowattstunde. Billiger Strom. Jedenfalls billiger Industriestrom. So, was heißt das jetzt
für dieses Projekt Energiewende. Ich interpretiere das unter anderem so, dass wir diese Kostendebatte tatsächlich ernst nehmen müssen. Und die Frage, welche Auswirkungen hat das auf den Industriestandort Bundesrepublik? Aber entscheidend ist, glaube ich, für die Überzeugungskraft unserer eigenen Argumentation, ob wir begründet daran festhalten, dass wir tatsächlich ein globales Pilotprojekt betreiben mit der Energiewende, dass wir also an der Spitze uns einer weltweiten Bewegung befinden, oder, und das höre ich so zunehmend aus der Industrie, ja, das ist ein Sonderweg, der uns zunehmend sagen, isoliert und sagen, den letztlich eben nicht neue Chancen eröffnet, sondern ein Risiko für die bundesdeutsche Wirtschaft ist. Das, glaube ich, ist jenseits aller konkreten Streitfragen, um die es geht, eine ziemlich wichtige Frage für den öffentlichen Diskurs. Ja, also sind wir tatsächlich mit dem, was wir hier angefangen haben und was wir jetzt in der zweiten Etappe fortsetzen wollen, Trendsetter und haben gute Chancen, das zum globalen, sagen, Modell zu machen? Oder haben sich die Rahmenbedingungen eigentlich so verkehrt, dass man eher von einer Renaissance der fossilen Energien ausgehen muss, jedenfalls von einem sehr hohen Anteil von fossilen Energien in der Zukunft? Und dazu würde ich mal gerne als Ersten Klaus Töpfer hören. Recht herzlichen Dank. Ich glaube, das ist in der Tat entscheidend bedeutsam, dass wir belegen können, diese Energie, die nicht nur, aber in besonderer Weise in Deutschland entwickelt worden ist, die Nutzung von erneuerbaren Energien, wird rein ökonomisch global wettbewerbsfähig sein. Ich glaube, das ist für alle die vor uns liegenden Klimaverhandlungen von entscheidender Bedeutung. Ich habe selbst 8 Jahre lang, wie Sie wissen, in Afrika gelebt. Armut ist zuallererst immer Energiearmut. Wenn wir dorthin kommen und sagen, sie müssen irgendwie eine teurere Technik nutzen, damit wir Klimawandel durchführen, werden sie mich fragen, ob ich Fieber habe. Also muss ich alles dran setzen, Technologien anbieten zu können, die wettbewerbsfähig sind und Armut überwinden helfen und ohne Auswirkungen auf Klima sind oder mit minimalen. Und das in einer Welt, die demnächst 9 Milliarden Menschen haben wird, in einer Welt, in der wir mindestens 2,5 Milliarden Menschen heute schon haben, die keinen oder keinen gesicherten Zugang zu Energie haben. Also dieses nur unter deutschen Gesichtspunkten zu betrachten, ist in der Tat etwas sehr, sehr begrenzend. Um das nochmal sehr deutlich festzuhalten. Und man freut sich ja wirklich, wenn man bei IRENA ist, also der International Renewable Energy Agency in Abu Dhabi. Man kann ja in Deutschland mal darauf hinweisen, dass so etwas alles mal auch von Politikern mit gedacht und umgesetzt worden ist, die damals auch so etwas wie das Signum hatte, das sind irgendwelche visionäre Spinner. Also Hermann Scheer hat das damals gemacht. Dass wir heute IRENA in Abu Dhabi haben, ist dadurch möglich geworden. Man muss das immer mal in diesem Ablauf mitsehen. Und wir sind in einer Situation, wo wir bei uns sagen können, wir kommen unter 9 Euro Cent oder in die Größenordnung auf jeden Fall hinein bei 9. Wir zeigen es in den Kosten, in den Preisen nicht, weil wir eben diese vergangene Technologieentwicklungskosten mittragen. Nebenbei, wenn du es mal einmal vergleichst, in den Pharmaentwicklungen haben wir Vergleichbares gehabt. Da wurden bei uns eher die Entwicklungskosten mit draufgelegt und überall woanders war das schon ein bisschen preiswerter. Und da gab es Diskussionen. Ich will das nicht weiterführen, es gibt andere Bereiche auch. Also, wenn wir das erreichen, dann kommen wir eben in solchen Ländern, wo wir nicht 900 Sonnenstunden pro Jahr haben, sondern 3.000, 3.500 Sonnenstunden haben, wo die Frage, wie gehen wir mit Netzen um, eine andere ist es als einem dichten Nachfragemarkt wie in Deutschland. Da kommst du natürlich in eine ökonomische Attraktivität. Dies ist der zentralste Punkt von allen.
muss es immer und immer wieder unterstreichen. Mach dies zu einem Business Case. Geh nicht hin und sage, es gibt Peak Oil, Peak Gas und was auch immer. Und ein zweites dazu, das gilt wiederum ein gutes Stück auch für uns. Energie und Energiepreise waren über viele, viele Zeiten hinweg eigentlich ein Verhandlungsthema zwischen dem Nachfrager und dem Erzeuger. Und jetzt werden wir auf einmal sehen, dass sich, wurde vorhin gesagt, es gibt keinen grünen Stahl. Das ist richtig, aber gehen wir mal ein bisschen der Sache weiter nach. Kein Preis für grünen Stahl. Gehen wir ein bisschen weiter mit in diese Richtung hinein. Offenbar gibt es aber in der Frage, wie erzeugen wir zum Beispiel Kupfer, ganz unterschiedliche, auf den jeweiligen Standort hin optimierte Entscheidungen. Die Kupferhütte in Hamburg ist weltweit die Kupferhütte mit dem höchsten Anteil an Recyclingmaterial. Und jeder weiß, der Anteil des Recycling-Einsatzes ist entscheidend für die Energienachfrage. Das heißt, ich sehe sehr deutlich in der deutschen Wirtschaft, und das ist ja toll, dass man auf diesen Standort hin auch entsprechend Produktionsprozesse weiterführt. Das, was ich vor Kupfer gesagt habe, gilt in etwa auch für Aluminium und gilt auch für Stahl. Und da wird auf einmal der Hinweis auf den grünen Stahl nicht die zusätzliche Frage, ob du dafür mehr Geld kriegst, sondern ob du den so erzeugst, dass du den Anforderungen und den Möglichkeiten deines Standortes in ganz besonderer Weise Rechnung trägst. Das ist doch toll. Da kann man doch mal darauf hinweisen, dass unser Standortvorteil im Herzen von Europa, dort, wo also solches Recyclingmaterial anfällt, ein anderer ist als der in Brasilien, wo die Kupfererze da sind. Ich sage Ihnen ein Beispiel aus meiner Zeit mit der Europäischen Union. Da haben wir eine Abwasserrichtlinie gemacht, eine europäische. Und da hat mich hinterher mein portugiesischer Kollege eingeladen, nach Lissabon zu kommen. Das habe ich gern gemacht. Wer fährt nicht gern nach Lissabon? Und er hat mir dann seine neuesten Ergebnisse bezüglich der Abwasserbeseitigung vorgestellt. Wo wir also in der dritten Reinigungsphase waren, da hatte der am Strand eine wunderbare erste Reinigungsphase. Das heißt, sie haben die Grobstoffe rausgenommen und dann hatten sie eine 2,5 Kilometer lange Druckleitung ins Meer. Und am Strand waren die Grenzwerte der europäischen Badewasserrichtlinie ohne jeden Zweifel erreicht. Und da hat er mir gesagt, wisst ihr, ihr habt Vorfluter, die sind so klein, ihr müsst das reinigen. Mein Vorfluter ist mein Standortvorteil. Das musste dem erstmal ausreden. Aber genauso sagen andere, ihr habt auch andere Vorteile, die möglicherweise da nicht darin liegen, dass ihr Schiefergas habt, aber ihr habt Märkte um die Tür, ihr habt Beiträge, bleibt mal bei Kupfer, die ihr nutzen könnt. Wenn ich mit den Kollegen von Arubis spreche, sagen sie mir, wenn ihr mir garantiert, dass wir 100% bei uns Recycling-Kupfer einsetzen können, ist das besser, als wenn wir noch lange über die Energiepreise sprechen. Deswegen habe ich das nur gesagt, die beiden Teilbereiche bitte mit beachten. Es muss ein Business Case werden, damit es auch weltweit umkommt. Und dabei sind wir wirklich vorangekommen. Was ich in Dubai gehört habe, in Abu Dhabi gehört haben, war das klare Bestätigung dafür. Ich kann Ihnen das sehr konkret sagen. Und zweitens, wir optimieren auf bestimmte Standortfaktoren und bestimmte Preise an Standorten. Natürlich, und das ist richtig und gut, das ist Marktwirtschaft at its best. Vielen Dank. Gibt es da noch Hildegard Müller? Ja, vielen Dank. Das alles, was Sie sagen, sollte uns nicht dazu führen, unsere Ziele zu revidieren, aber es zwingt uns zu brutaler Effizienz. Es zwingt uns einfach wirklich wahrzunehmen,
dass ich sag mal, wir auch schneller werden müssen in Debatten, dass wir diese Debatte auch, ich sage es auch jetzt auch hier ganz offen, ein Stück entideologisieren müssen. Ich möchte nicht ständig die Schlachten der Vergangenheit schlagen. Ich möchte, dass wir uns mit aktuellen Konzepten und aktuellen Vorschlägen auseinandersetzen. Ich weiß, dass dieses Thema, das Energiethema eines ist, was Deutschland seit 20, 30 Jahren sozialisiert und Lager geschaffen hat und politische Gräben und so weiter. Aber wir sind jetzt wirklich alle gefordert, nach vorne zu schauen und ein Stück dieser, der hat aber immer schon so und die waren immer schon so, wirklich ein Stück auch wegzulassen. Ich möchte es an dieser Stelle als ganz dringenden Appell sagen. Und ich glaube, wir müssen auch dann die Zielhierarchie noch mal ganz klar sehen. Für mich ist das wirklich das Allerwichtigste, die CO2-Reduktion. Und aus der heraus wird sich über die Frage des Einsatzes erneuerbarer Energien und so weiter, des Einsatzes von intelligenten Systemen, wir haben das in Gebäudesanierung, im Effizienzbereich und so weiter, aus diesen neuen Ideen wird sich auch neue industrielle Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands auf den Weltmärkten darstellen. Ich bin da fest von überzeugt, dass das auch in Prozesse sind, die an anderen Ländern nicht vorbeigehen werden. Und trotzdem werden wir auch sehen, dass viele andere Länder uns keinesfalls in der Dynamik folgen werden, wie wir das machen, dass auch man auch darauf lauert, Wettbewerbsvorteile anzunehmen. Das kann man kritisieren, das kann man nicht kritisieren. Wenn einem durch die Finanzkrise in einem Land das Wasser bis zum Halse steht, dann ist immer die Frage, was kann man an Gesamtbelastung, an Bevölkerung, Volkswirtschaft auch zumuten. Wir werden damit leben müssen und deshalb sind wir gezwungen, ich sage jetzt, das wirklich effizient zu machen. Und deshalb, lieber Herr Krischer, wir sind, glaube ich, ja in vielen Punkten einer Meinung, aber ich bekenne mich dann auch hier, was es ist, vielleicht auch hier anders gewesen. Bürgerenergie ist für mich auch kein Wert an sich. Für mich ist auch der Erhalt von großen Unternehmen kein Wert an sich. Für mich ist es halt kein Wert an sich, Bürgerenergie zu haben, wenn wir dermaßen Ungleichgewichte mittlerweile haben. Wenn wir Finanzierungsformen haben, die Leute mit Land oder mit Eigenheim oder Privatbesitz dort auch bevorteilen. Das hat dann für mich nichts mehr mit Energiewende zu tun. Das sage ich an dieser Stelle ganz offen. Ich möchte, dass die Maßnahme zum Zuge kommt in einem hohen Maße mit den günstigsten CO2-Vermeidungskosten. Und wenn wir uns auf solche Dinge fokussieren, dann richten wir auch politische Ziele aus, dann überlegen wir zum Beispiel auch, was ist in welchen Zeitründen machbar. Und dann bekenne ich mich da halt auch zu. Wir haben eine Zeit lang die parallele Finanzierung von Energieerzeugungssystemen. Ist einfach aus Gründen der Sicherheit notwendig. Ja, wir werden das irgendwann mit Wind und Sonne schaffen, aber solange wir die Speichertechnologien, Netze und so weiter nicht haben, solange werden wir es nicht ohne konventionelle Ergänzung schaffen. Und dann sage ich halt, nach meiner Auffassung ist, dass wir nicht parallel aus der Kohle und aus der Kernenergie aussteigen können. Sage ich hier auch ganz deutlich. Umso mehr sind wir gehalten, die Anstrengungen bei der CO2-Emission in anderen Bereichen in diesen Jahren zu machen. Und da haben wir irre Potenziale, die wir auch schnell heben können. Und die CO2-Anstiege des letzten Jahres, die Zahlen liegen eindeutig vor, wir haben sie ausgewertet, kommen aus dem Wärmemarkt. Sie kommen aus einem langen, kalten Winter und die Leute haben geheizt wie irre und wir haben alte Heizungen, wir haben schlechte Dämmung, wir haben im Energieeffizienzbereich riesige Potenziale, die wir nicht gehoben haben. Wir haben mehr Kohle verstromt, aber mit weniger CO2-Emissionen, weil wir auch neue Generationen von Kohlekraftwerken mittlerweile auch haben. Die Zahlen können wir gerne, da bringen, dass wir sie auch durchstudieren. Das heißt nicht, dass wir da nicht Veränderungsbedarf haben. Und was heißt denn, wir haben da fälschlicherweise gebaut. Es war ja auch politisch gewünscht, dass man wegkommt von der Konzentration der Erzeugung auf wenige. Also es haben ja auch viele Unternehmen gebaut, auch in dem Bewusstsein, dass wir auch konventionelle Energie in breitere Hände legen wollten. Und deshalb stehen ja fatalerweise viele dieser neuen Anlagen jetzt still. Ich rede hier mit unserem Vorschlag übrigens nicht von der Lösung dieses industriepolitischen Problems. Da wird sich die Politik mit befassen müssen. National und international ist das übrigens vergleichbar. Wir exportieren diese Fragen ja auch in andere Länder, in Niederlande und andere Bereiche. Unser Vorschlag zum Beispiel für die Lösung ist eine reine Definition der Versorgungssicherheit. Kein All-You-Can-Eat-Modell zur Absicherung von getätigten Investitionen. Deshalb sage ich nochmal abschließend, weil es ist irgendwie in 120 Minuten immer ganz schwierig, wichtige Punkte dazu bringen. Es ist auch mein Appell und ich glaube, das ist auch das, was von dieser Konferenz wirklich auch ausgehen soll und der Tag ist ja auch so angelegt, dass wir uns einen Wettbewerb der Vorschläge nach vorne richten und ein Stück damit aufhören, die Wunden der Vergangenheit an mancher Frage auch zu lecken. Wir sind alle aufgefordert, diese Energiewende zu einem Erfolg zu machen. Oliver Köscher. Kann ich allem zustimmen. Das ist überhaupt nicht das Problem. Nur man muss auf der anderen Seite, wenn man sagt Bürgerenergie, weil wir reden viel über Akzeptanz. Und wenn ich Menschen Belastungen zumute und sage, da soll jetzt eine Leitung gebaut werden, da soll
So, dann, ja, Moment, aber ich sag mal, da ist es auch wichtig, dass man tatsächlich da auch diejenigen, die sich bisher da engagiert haben, die das in Zukunft haben, dass man da nicht den Schritt geht und sagt, wir machen jetzt wieder die Reise rückwärts. Das geht überhaupt keine Frage, dass wir auch große Unternehmen, also viele erneuerbare Unternehmen sind heute Konzerne. Also um Gottes Willen, ich mache da überhaupt keinen Gegensatz auf. Ich finde ja gerade die Akteursvielfalt, die macht es an der Stelle dann aus. Nur, da habe ich ein bisschen Sorge, dass bei einem oder anderen, was da im Moment auf dem Tisch liegt, genau das am Ende wieder in Frage steht und damit ein wesentlicher Punkt. Ich will aber zu einem, was Ralf Füchs am Anfang gesagt hat, zu der Frage was sagen, weil das ist ja so ein Bild, das er aufgemacht hat, nach dem Motto, ja, wir machen das in Deutschland und man hat jetzt hier Energiewende und wir bauen erneuerbare Energien aus und ich spitze das jetzt mal zu, das hast du so nicht in der Zuspitzung gesagt, aber auf der Welt läuft der Trend in eine völlig andere Richtung. Ja, das ist gar nicht meine Meinung, aber das ja, ist eine Position, die du öffentlich gegen ja, aber ich finde, da muss man aber die Fakten auch ein bisschen dagegen ja. stellen. Weil wenn man sich anguckt, was weltweit im letzten Jahr investiert worden ist, in neue Energieerzeugungsanlagen. Da sind 70% der Investitionen in erneuerbare Energien gelaufen, trotz Fracking-Boom in den USA und billiger Gaspreise, die da stattgefunden haben. Und das muss uns an der Stelle doch auch motivieren und muss sagen, dieses Bild, was hier manchmal in Deutschland aufgemacht wird, genau. Da sind irgendwie die wahnsinnigen Deutschen, die jetzt irgendwie so eine, also diese RWE-Werbung, die mich... Entschuldigung, Frau Müller, aber die mich da vor der Tagesschau immer auf die Palme bringt, und sagt, die Deutschen haben eine verrückte Idee. So, das genau ist das Falsche. Das ist ein weltweiter Trend. Und wenn man sich anguckt, wo wir in Bereichen sind, wo nicht Erneuerbare gegen ein vorhandenes System konkurrieren müssen, weil schon Kraftwerke da sind, alte abgeschriebene Anlagen. Brasilien ist so ein Fall, da gewinnt plötzlich die Windenergieanlage jede Ausschreibung, weil natürlich das billige, alte, abgeschriebene Kohlekraftwerk, was immer die Kampfpreise dann machen kann, an der Stelle nicht da ist und nicht fehlt. Und deshalb bin ich, was den globalen Trend da angeht, ehrlich gesagt, relativ gelassen. Da bin ich relativ gelassen, weil, und das ist das, schließt dann an bei Klaus Töpfer und der Frage, wie haben wir die Lernkurve finanziert? Da haben wir einen entscheidenden Beitrag in Deutschland zu geleistet, dass dieser Siegeszug, ohne dass das jemals so irgendwie beschlossen oder intendiert war, aber dass diese Technologie billig geworden ist und dass wir es schaffen, das jetzt in Ländern zu etablieren. Und wenn man sich dann, ich war mehrfach in den USA, das anguckt, was da jetzt passiert. Ich finde, ich muss ehrlich sagen, für ein Land, was die Führungsmacht ist und wo man sagt, der Weg zu unserer Reindustrialisierung ist jetzt, dass ich mit Energiekampfpreisen, mit billigsten Kampfpreisen, die oft an manchen Staaten, ich habe mir das in Colorado angeguckt, unter Umweltstandards gemacht werden, die ich eigentlich für eine Industrienation mit nicht würdig halte, dass man sagt, so versucht man das zu reindustrialisieren. Das ist doch kein Zukunftsmodell. Das mag jetzt mal 2-3 Jahre gut gehen. Und wenn man sich die Analysten anguckt, wenn man bei Bloomberg liest, die sind alle schon auf der Reise. Der Fracking-Boom geht jetzt in die Kurve runter, weil die billigen Fördermethoden, die billigen Ecken, wo das gut ging, wo man keine Konflikte hat, wo man sehr an oberflächennah da dran kam, das ist jetzt ein Stück weit schon zu Ende und die Kosten gehen nach oben. Und ich bin der Überzeugung, dass wir in 2-3 Jahren auch Herr Oettinger wesentlich nüchterner über das Thema Fracking reden wird und dass das dieser Hype, der da aufgemacht wird, dass das dann ein Stück weit auch vorbei ist. Weil man muss sich eines immer vergegenwärtigen. Obwohl wir in Europa nun seit langer Zeit eine Krise haben, in Südeuropa Verbrauch zurückgegangen ist, haben wir nach wie vor weltweit historisch, wenn man es aufs Jahr betrachtet, höchste Ölpreise. Da ist ja jetzt nichts richtig in den Keller gegangen. Auch bei Gaspreisen ist es so, in den USA geht es runter, klar, aber auch in Europa haben wir nicht jetzt plötzlich ins Bodenlose gefallene Gaspreise. Auch der Satz, Kohle ist billig wie Dreck. Also ich habe das in den 90er, habe mich da intensiv als Nordrhein-Westfale mit diesem Thema beschäftigen müssen, mit dieser elenden Subventioniererei des Steinkohlebergbaus, die wir da hatten und was Weltmarktpreise waren. Die waren schon mal viel, viel niedriger, als das heute ist. Also insofern, trotz Fracking-Boom in den USA, ist das ein Thema, was mit den Erneuerbaren dann vorangeht. Und man muss, glaube ich, auch eine Botschaft immer setzen. Und das ist das, wenn ich zum Beispiel mir in Griechenland dann angeguckt, wie läuft da die Stromversorgung auf mancher Insel.
Und dann guckt man sich an, da ist ein Ölkraftwerk mit Wirkungsgraden unterirdisch. So. Und dann sagt man, ja, da kann man jetzt nicht ändern, das war immer so, das ist immer so gelaufen. Die Chance besteht doch darin, dass man auch den Ländern auch da gerade mit den Importkosten runterkommt, dass man sagt, wir kommen da von den Fossilen weg, weil gerade in vielen anderen Ländern der Welt ist es nun deutlich einfacher noch, Erneuerbare mit Sonne und Wind zu produzieren, als das in Deutschland der Fall ist. Und diese Chancen müssen wir raustragen, das muss man kommunizieren, das muss man deutlich machen, da muss auch eine deutsche Politik vorangehen, muss das nach vorne ranstellen, muss eine Industriepolitik mit Frankreich und so weiter machen, statt dass man immer nur über die Probleme und Kosten redet, weil dann kann das in der Tat nicht funktionieren, weil wenn man für sein eigenes Produkt nicht wirbt, das weiß eigentlich jeder Fachmann und selber nicht davon überzeugt ist. Und den Eindruck hatte ich bei der vergangenen Bundesregierung, bei der Bundesregierung ist es vielleicht noch nicht ganz raus, aber wenn man da nicht offensiv mit nach vorne geht, dann wird es auch weltweit wenige geben, die sagen, naja, das machen wir vielleicht dann doch nicht. Genau das wollte ich provozieren, lieber Oliver. Ich soll ja nicht Fragen mit Position verwechseln. Ich meine, ich bin Handelsreisender in Sachen grüne industrielle Revolution. Man könnte das noch ein paar andere Zahlen ergänzen. China zum Beispiel im letzten Jahr 12,5 Gigawatt neue Solarkapazitäten. Das ist viel mehr als in ganz Europa. Ziel für 2014 14 Gigawatt. USA, die Hälfte der neu installierten Stromkapazitäten Wind, selbst in den USA. Also genau das. Ich glaube, wir sind international in der Situation gerade eines Durchbruchs der erneuerbaren Energien. Und wir wären verrückt, wenn wir in einer solchen Situation zurückrudern würden, statt dieses Modell bei uns auszubauen zu einem Erfolgsmodell, was tatsächlich exportfähig ist. Sie können in China aber auch in den nächsten Jahren ein paar Dutzend Atomkraftwerke eröffnen, neue. Können Sie auch. Die machen alles parallel. Und ich glaube, China kann im Grunde nicht die Referenzgröße sein, weil die Chinesen sehr planmäßig alles ausprobieren. Und da sind die auch völlig schmerzfrei. Und wie gesagt, Dutzende von Kernkraftwerken, die werden da gern unter den Tisch gekehrt. Ja, ich glaube, wir haben da ein echtes Zeitgleichheitsproblem. Glaube ich, dass wir in Jahrzehnten weltweit ein System haben werden, das nicht auf fossile Energie beruht. Ich glaube sicher, das wird irgendwann kommen. Die Frage ist nur, wann kommt es und wie kommen wir bis dahin? Und das müssen wir uns einfach vor Augen halten. Und ich meine, Sie können natürlich, Herr Krischer, sagen, warten wir mal 2-3 Jahre, dann werden wir schon sehen, dass das mit Fracking und Shale-Gas nichts wird. Das Problem ist, wenn es doch was wird. Ich meine, so kann man kein Industrieland planen energetisch. So würden Sie nicht mal von einem Verein die Finanzen planen, so nach dem Motto, schauen wir mal, ob vielleicht in 2-3 Jahren das dann anders geht. Also das ist mir einfach zu einfach. Wenn Sie sich die Studien anschauen, World Energy Outlook, das mag niemandem gefallen hier im Raum, aber da werden wir 81% fossile Energieerzeugung im Jahr 2035 haben und 7% erneuerbare. Das ist nun mal die Realität, an der können schon prognostiziert, dass der Ölpreis nie über $60 steigen wird. Also insofern, also jemand, der World Energy Outlook an der Stelle zu nehmen, ist vielleicht nicht immer das Maß der Dinge. Na gut, wir können ihn ja 2035 gemeinsam anschauen. Herr Krischer, wissen Sie, ich meine, man kann natürlich dieses Spiel jetzt machen, schlage ich deine Umfrage, schlägst du meine Umfrage, das bringt uns doch nicht weiter. Aber es einfach so lapidar abzutun, so einfach ist es nicht. Ich möchte aber 2 Dinge noch sagen. Das eine ist, da würde ich auch Kollegin Müller beipflichten, wir müssen wirklich auf breiterer Front uns hier aufstellen. Wir dürfen uns nicht zu sehr verengen auf dieses eine Thema. Und wenn wir über das Thema Innovation reden, ich meine, dann müssen Sie auch die Wahrheit sagen, warum ist denn Photovoltaik so billig geworden in Deutschland? Warum? Ja, weil Ihnen der Lithiumpreis vollkommen abgeschmiert ist. Das ist ein entscheidender Faktor. Zwischen 2008 und 2013 ist der Lithiumpreis auf ein Drittel gesunken. Und warum? Weil die gesehen haben, da ist eine riesen Subventionskulisse und dann wurde eben einfach die Kapazität aufgebaut. Ich meine, das gehört auch alles zur Wahrheit. Also ich würde jetzt hier wirklich dafür plädieren, dass wir weder das eine verklären noch das andere verdammen, sondern uns mit der Frage beschäftigen, wie kriegen wir innovative Technologien hin, mit denen wir auch weltmarktfähig sind. Und da haben wir in der Tat ein Problem, wenn die Welt weiterhin hooked on fossil
ist und wir werden es den Amerikanern und den Chinesen und den anderen nicht ausreden können, dazu sind wir einfach auch zu schwach in der Welt, dann werden wir uns mit der Frage beschäftigen müssen, was macht das mit unserer Wettbewerbsfähigkeit und wie werden wir Produkte entwickeln, die sowohl innovativ, technologisch so weit vorne sind, aber auch wettbewerblich, ökologisch so weit vorne sind, dass andere Länder sie auch wirklich mitnehmen. Und da muss ich ganz offen sagen, da haben wir in den letzten Jahren insbesondere weniger im Bereich Wind, aber ich würde schon sagen, im Bereich Photovoltaik, da haben wir wirklich eine Menge Versäumnisse akzeptiert. Und ich sage ganz offen, wenn ich nachmittags Sky gucke und von jedem Trikot und von jeder Werbebande springt mich Solar, Sun, Yingli und was auch immer an, dann mache ich mir ernste Sorgen, ob hier genug in Innovation gesteckt wird oder nur ins Marketing, um entsprechend Marktanteile sich aus einem subventionsgesättigten Markt rauszuziehen. Da ja, mit Nuklearenergie kann man ja schlecht werben. Ich meine. Ja doch, erst der FC Nürnberg hat jahrelang mit Areva geworben. Geht schon auch. Nein, aber das muss man sich doch mal vor Augen führen. Haben wir da die richtigen Innovationsanreize auch gehabt? Sind wir wirklich innovativ genug auf dem Feld? Ich habe es vorhin gesagt, die neuesten Technologien beim Thema Photovoltaik, die kommen eben leider nicht aus Deutschland. Und das müssen wir wirklich mehr Innovation. Ja, aber nicht das mag ja sein, wir haben auch den MP3-Player erfunden. Es geht jetzt um den industriellen Bereich. Okay, Herr Töpfer. Ja, die Sache mit der Werbung sollten wir auch weglassen, denn schlägst du meine Werbung, schlage ich deine Werbung. Ich kenne auch ein paar von den großen Energieversorgungsunternehmen, die mit Fußball Werbung machen. Das ist es ja nicht. Was wirklich entscheidend ist, ich will auch niemanden überreden. Wenn du irgendein international jemand überreden willst, bist du auf der falschen Ebene. Sondern ich will mit Preisen belegen, dass es sinnvoll ist, das zu machen. Das ist ganz schlicht. Und da bin ich eben auch bei jener Füchse und ich kann das nur noch mal intensiv unterscheiden. Es ist so, dass wir international in sonnenstarken Regionen natürlich jetzt so weit sind, dass wir das nutzen können. Und es wird ja auch zunehmend genutzt. Das ist überhaupt keine Schönrederei. Die meiste erneuerbare Energieforschung, Herr Weber ist nicht mehr da, deswegen kann ich es hier sagen, da machst du auch mit, wird gegenwärtig in arabischen Ländern gemacht. Gehen Sie mit mir doch mal an die Universität in Jeddah in Saudi-Arabien und sehen Sie mal an, was dort für Solarforschung betrieben wird. Natürlich, bei uns im Institut machen wir Forschung mit, wie geht es denn über Photovoltaik hinaus mit konzentrierter Solar Power. Das sind weiterführende Überlegungen. Wie machen wir denn so etwas, dass wir das auch transportieren können? Wie nutzen wir CO2, das noch lange, lange uns begleiten wird, dass wir einen Kreislauf wieder schließen mit CO2? Alles das sind doch Dinge, die jetzt weiterführen. Und das ist doch der entscheidende Punkt, den ein Land wie Deutschland leisten muss. Selbst wenn die erneuerbaren Energien in Deutschland nie eine Rolle spielen könnten, wäre es ein technologisch führenden Landes absolut verpflichtend, in solche Techniken zu investieren, die global gebraucht werden. Das muss man doch immer wieder mal sagen. Wir sind im Mitte dieses Jahrhunderts, sind wir 5% Europäer in der weltweiten Bevölkerung. Da muss ich doch mal fragen, welche brauchen wir denn dort? Dass die Chinesen alle Möglichkeiten durchdeklinieren, davon gehen sie mal aus. Das ist auch richtig, die haben 1,4 Milliarden Einwohner. Und wollen unter anderem sowas machen, das ist ja ganz unerträglich. Die wollen Armut überwinden und wollen auch wirtschaftlichen Anschluss finden. Also wenn ich doch da hinein will, kann ich doch nur sagen, das ist die Chance, die wir in dieser Welt haben, in Europa insgesamt. Gehen Sie alle letzten Durchbrüche moderner Technologien durch. Nicht eine davon ist wirklich in Europa zum Durchbruch gebracht worden. Und es wäre mal die große Chance, dass wir mit einer neuen Energietechnik wirklich eine Energie, nicht nur Energie, eine industrielle, eine wirtschaftliche Revolution in Gang setzen, die hier ihren Ursprung genommen hat und die dann nicht weggelegt wird, wenn wir sie jetzt endlich so weit haben, dass wir sagen können, eigentlich kann sie aus der Förderung raus, sie kann wettbewerbsfähig gegen alles sein, was Neues, solange sie gegen abgeschriebenes konkurrieren muss, wird sie das nicht schaffen. Entschuldigung, wenn ich am Ende noch mal ein bisschen engagiert geworden das bin. Aber dies ist etwas, was mich wirklich beeindruckt. Herzlichen Dank.
Wir sind am Ende dieser ersten Runde. Nur noch zwei kurze Bemerkungen dazu, zu der ganzen Kostendebatte. Natürlich sind wir in einem richtigen Wettlauf. Man kann auch sagen, wir sind in einem Kampf global zwischen dem Alten und dem Neuen, zwischen fossilen und erneuerbaren Energien und den entsprechenden wirtschaftlichen Interessen, die jeweils dahinter stehen. Und da können wir nur versuchen, die Erneuerbaren so billig wie möglich zu machen und, das gehört auch dazu, die Fossilen so teuer, wie sie es verdienen. Weil in dem Preis für fossile Energien heute nicht die ökologischen und volkswirtschaftlichen Kosten mitbezahlt werden. Und das ist eine politische Aufgabe. Und das Zweite, da konnten wir jetzt heute Morgen nicht mehr drüber diskutieren. Ich bin nicht so ganz einverstanden mit Rainer Barke, wenn er sagt, im Grunde haben wir jetzt kein Innovationsproblem mehr. Wir kennen schon die Technologien, die wir brauchen. Das mag für die nächste Etappe gelten, aber nicht für eine Gesellschaft, die zu 100% auf erneuerbaren Energien aufbaut und die auf geschlossenen Wertstoffkreisläufen und einem Höchstmaß an Ressourceneffizienz aufbaut. Wir müssen auch weiter Innovation fördern. Und wir haben noch lange nicht das Ende der Möglichkeiten gesehen. Und wir sprechen hier über Potenziale und Chancen und nicht einfach nur über Risiken und Kosten. So, vielen Dank an die Beteiligten hier auf dem Podium. Wir haben jetzt eine Mittagspause. Willst du noch eine Ansage machen, Sabine? Bitte sehr. Ja, wir entlassen Sie jetzt sofort in die Mittagspause. Ich möchte Sie bitten, möglichst pünktlich nach der Mittagspause hier wieder im Raum zu erscheinen. Ich kann Ihnen in Aussicht stellen, dass Sie nach der Mittagspause ausführlich Gelegenheit haben werden, hier zu diskutieren über all diese Themen. Aber dazu brauchen wir einfach die Zeit. Deswegen kommen Sie bitte um 13:30 wieder hierher. Und ich bitte auch noch mal alle, die sich noch nicht anmelden konnten, weil wir die Anmeldung vorzeitig geschlossen haben im Sinne des Zeitplans, auch das bitte noch unten an der Anmeldung nachzuholen. Und jetzt guten Appetit.